Hallo, liebe Radiofreunde. Diese Woche ist etwas Besonderes passiert, von dem wir euch heute berichten möchten. Ein anderer politisch-patriotischer Kanal hat mit einer Art Reaktionsvideo auf eine Radiosendung reagiert. In dieser schon länger zurückliegenden Sendung ging es um den Geldpatriotenkanal mit dem drolligen Namen Honigwabe, den man unter anderem bei YouTube und Twitch findet. Konkret ging es damals um die Methoden der Geldabzocke mit sogenannten kostenpflichtigen Superchats, also Chatnachrichten, die kostenpflichtig sind. Diese Form der Geldmacherei ist inzwischen bei fast allen patriotischen Online-Kanälen verschwunden, weil sie als Abzocke von Spenden entlarvt wurde. Nur bei der Honigwabe läuft das Abkassieren per Superchat schamlos weiter. Mindestens 10 Dollar muss jeder abdrücken, wenn er seine Meinung sagen oder per Chat eine Frage stellen möchte. Dies wird dann im Vollbild kurz eingeblendet, inklusive dem Geldbetrag. Gerne werden auch 50 oder 100 Dollar genommen. Bei großen Beträgen wird zur Belohnung ein akustisches Signal eingespielt, ähnlich dem Klickertraining bei Haustieren. Bei Twitch wird statt in Dollar mit sogenannten Bits abkassiert. Und nur wer für eine Meinung oder Frage bezahlt, wird beachtet. Das heißt, nur bei Bezahlung wird diese auch vorgelesen oder einem Gast gestellt. Alle Meinungen und Fragen ohne Geldzahlungen sind im wahrsten Sinne des Wortes wertlos. So kommen bei den Honigwabensendungen mit Gästen knapp über 1000 Dollar pro Stunde zusammen. In der Sendung Honigwabe 141 mit Michael Stürzenberger waren das immerhin 17 Dollar pro Minute. Nur zur Erinnerung, als Herr Stürzenberger bei uns zu Gast war, durftet ihr kostenlos Fragen stellen und mit ihm direkt sprechen. Anderes Beispiel. In der Honigwabe Nummer 141 ohne Gast wurden stundenlang kostenpflichtige Superchats vorgelesen und so konnte man 568 Dollar pro Stunde abkassieren. Rund 9,50 Dollar pro Minute. So läuft das jedes Mal und bei manchmal mehreren Sendungen pro Woche kommt da so einiges zusammen. Das alles war damals Thema in unserer Radiosendung und das haben die zwei Honigwaben-Moderatoren schnell mitbekommen. Die beiden fleißigen Spendenbienchen nennen sich übrigens Kasper und Schlomo. Die Kritik in unserer Sendung hat die beiden massiv tief getriggert, so hart, dass sie sogar jetzt, 6 Monate danach, noch an dem Rütteln an ihrem Bienenstock zu kämpfen haben und das nachfolgende Reaktionsvideo machen mussten. Und dieses Video zeigt uns sehr gut, wie die Spendenpatrioten so denken und wie sie ihre Geldmacherei versuchen zu rechtfertigen. Aber sehr lobenswert ist, dass sich die zwei Macher unserer Kritik stellen und über 2 Stunden versuchen, die Superchat-Abzocke zu erklären und zu rechtfertigen. Leider oft etwas kindlich und unsachlich. Gleich im Anschluss könnt ihr euch das anhören. Auf einige Punkte, mit denen die zwei von der Honigwabe gleich ihr Superchat-Geschäftsmodell rechtfertigen, möchte ich vorab kurz eingehen. Schlomo Finkelstein, der eine von den beiden Moderatoren, findet wegen seiner politischen Aktivitäten bei McDonald's keinen Job. Mein Tipp, Burger King sucht derzeit zuverlässige Mitarbeiter. Dann, Zitat, jedes Funkformat kostet 300.000 Euro im Jahr, also GEZ-Gebühren. Echt jetzt? Weil die GEZ abkassiert, müsst ihr das auch tun? Sie sagen weiter, die Vorbereitung der Honigwabe wäre so aufwendig. Ups, das sagen die GEZ-Sender ja auch. Dann das klassische Gegenargument. Niemand wird gezwungen. Ach so, aber wenn man will, dass die Honigburschis einen Kommentar vorlesen, dann muss man dafür mindestens 10 Dollar bezahlen. Jedes Mal, auch bei Interviewgästen. Nur für 10 Dollar oder mehr bekommt der Honigwabe-Bezahler die Gewissheit, dass es gelesen oder vorgelesen wird. Im Video zu hören ist übrigens auch ein Gast. Der meint dann,
Das Geld ist auch Motivation, weiterzumachen. Sehr schön. Wir hören dann im Video auch ständig das Neid-Gegenargument, um das Abkassieren zu rechtfertigen. Dabei nehmen Radio Deutschland 1 und auch ich überhaupt kein Geld oder Spenden. Es gibt nicht einmal die Möglichkeit zu spenden. Wenn jemand Radio Deutschland 1 eine Spende anbietet, dann wird dankend abgelehnt. Neid könnte nur entstehen, wenn Radio Deutschland 1 Spenden nehmen würde und es weniger als die 500 bis 1000 Dollar pro Stunde sind, wie bei der Honigwabe. Dann könnte man neidisch sein, aber wenn man überhaupt keine Spenden will, diese sogar ablehnt, dann entsteht kein Neid. Höchstens umgekehrt, weil der ein oder andere sagt, ich bin neidisch, dass Radio Deutschland 1 und Alex das alles spendenfrei schaffen und sogar noch andere Patrioten unterstützen. Dieses Neidargument kommt übrigens von allen Spendenabzockern aus der Szene, weil es halt so einfach ist und von jedem dummen Spendenschaf brav geschluckt wird. Dann reden sie im Honigwaben-Video noch von angeblicher Inkompetenz und dass die Leute ihren Dank nur finanziell zum Ausdruck bringen könnten, und das wäre wunderschön. Achtet im Video auch auf den eingeblendeten Chat links unten. Da sind einige lustige, aber auch nette Kommentare zu sehen. Das Video wurde von uns übrigens nicht bearbeitet. Es stimmt übrigens, dass es seitens der Honigwabe vor einigen Monaten ein Gesprächsangebot an mich gab, zunächst für ein privates Gespräch. Spendenpatrioten müssen sich aber öffentlich rechtfertigen, meine ich. Aus Zeitgründen wurde damals aber nichts daraus. Wenn ich die zwei von der Honigwabe richtig verstehe, haben sie jetzt etwas Angst vor mir bekommen. Sie sagen, das, Zitat, wäre nicht der geilste Content. Natürlich will man das Thema abkassieren, nicht gerne selbst aufreiben. Aber mal sehen. Der Rechtfertigungsdruck ist offenbar groß und für die Abnahme einer Beichte nehme ich mir gerne die Zeit. Noch ein Zitat. Alex bekommt die Hälfte der Superchats, da wird er nicht Nein sagen, meinen die dann noch. Natürlich sage ich Nein. Was soll ich damit? Abschließend noch das. Die Honigwabe wäre absolut empfehlenswert und darf auch gerne normal nach Spenden fragen. Aber Superchat-Abzocke geht gar nicht. Das ist der Kritikpunkt. Denn mit Superchats gegen Bezahlung müssen die Menschen bezahlen, um ihre Meinung zu äußern. Deshalb ist es so verpönt inzwischen, weil der Wunsch, sich mitzuteilen, mit dem Abdrücken von Geld verbunden wird. Fast niemand in der Szene macht sowas noch. Das ist eine Paywall-Meinungsbeschränkung. Um die Honigwabe zu zitieren, da steht eine Wand aus Geld. Selbst so unseriöse YouTuber wie der digitale Chronist haben erkannt, dass man so etwas mit den Menschen, die einem zuhören und lieben, nicht macht. Bleibt gute Patrioten, euer Alex. PS, bitte kommentiert anständig und wer sich äußern will, kann jeden Freitag live im Radio anrufen und das unentgeltlich. So, dann kommen wir jetzt zu Radio Deutschland 1. Das ist ein Talkformat von einem Typen namens Alex und der ist offensichtlich, wie ihr hier sehen könnt, jeden Dienstag und Freitag um 21 Uhr live. So springt das Video um. Bitte? Also die Grafik mit den beiden Figürchen da in weiß, die ist natürlich schon mal, also da kannst du dir als den Finger nachlecken, ne? Also das ist tipptopp. Also wundert euch nicht, dass wir schon mal so ein bisschen, ich weiß auch nicht, missgünstig einsteigen. Die Herren mögen uns nicht. Die mögen uns überhaupt nicht. Ja, aber das ist trotzdem so eine Art Friendly Fire, ne, weil ich glaube, dass der Alex eigentlich echt okay ist. Ne, der hat halt nur wenig Ahnung von der Honigwabe, aber hat dann mal darüber gesprochen. Das ist übrigens ein bisschen Glücksfall, dass wir an dieses Video noch rankommen oder an diese Aufnahme, das ist nur Audio. War ganz kurz zum Format. Er macht also seine Radiosendung, erzählt irgendwas und dann können da Leute anrufen. Und dann sitzen da irgendwelche Leute mit ihm im Gespräch, das sind teilweise 203 gleichzeitig und dann quatscht er mit diesen Leuten. Ja, in der letzten Ausgabe zum Beispiel über die Gaspreise oder so. Ja, und bei einer Folge im April, die online nicht mehr zu finden ist, bei Radio Deutschland 1 findet ihr immer nur die letzten 14 oder 15 Folgen online. Der Rest ist weg. Ja, von daher, was ihr jetzt hört, ist genau das, was wir noch haben.
Ihr könnt das nicht selber irgendwo raussuchen und nochmal hören. Ihr müsst also hier ganz besonders gut zuhören. Da wurde er angesprochen auf die Honigwabe. Und da hören wir jetzt mal rein. Was sagst du? 5 Stunden wird ein kurzer Abend heute. Ja, um Gottes Willen, es ist zum Glück nur ein kleiner Ausschnitt. Ich muss mal hier zu 16:49. Ich weiß nicht ganz genau, wann es losgeht. Wir versuchen mal unser Glück. 20 Euro spenden muss, bis das halt für Duchmann. Nee, stimmt. Ja, warte kurz. Ich habe gerade falsch gespult. Und zur Kritik und so weiter und so fort. Da und Österreich? Jawohl, hallo, guten Abend. Ja, auch guten Abend, schön. Dann haben wir noch den Jens in der Leitung. Jens, servus dabei, schön. Ja, gute. Wunderbar angerufen und schon hat funktioniert. Und auf Leitung 4 habe ich den Mike. Also Mike, auch dir herzlich willkommen. Ja, das ist Alex gerade. Ja. Bitte? Um das sortieren zu können, der Typ, der gerade geredet hat, das ist Alex. Genau. Und die Anrufer, das sind andere Leute. Okay. Das ist, so ist es. Das ist Alex, der Host, und die Anrufer sind dann immer irgendwelche Leute. Ach cool, das klingt ein bisschen wie Teleshopping. Ich würde gerne zuerst was sagen wollen. Ja, bitte, gerne. Und zwar möchte ich vielleicht nochmal darauf eingehen, auf die Sendung vor, wie lange ist jetzt her, 2 Wochen, mit der Kritik und Anregung und wo du vorher schon Werbung gemacht hattest, dass man Anregungen zur Kritik und so weiter und so fort, da würde ich gerne mal was zu sagen. Ja, bitte, gerne. Und zwar, was mich so ein bisschen stört, auch wie viele, viele andere eben halt auch, ist diese, ja, wegen diesen Spendenpatrioten. Ich muss da... Das sind wir, Schlummo. ...sagen, ich selber, ich finde diese Spendenpatrioten natürlich auch kacke. Aber du wirst ja nie... Ich finde die auch kacke. Ich meine, klar gibt es so etwas wie Grifter. Ne? Es gibt Leute, denen ist das alles vollkommen scheißegal und die versuchen mit minimalem Aufwand einfach so viel Kohle aus der Szene rauszuziehen, wie es geht. Ne? Klar gibt es sowas, aber ich meine, in den Sachen, die wir machen, steckt eine Menge Arbeit und es ist nicht so, als wenn wir jetzt irgendwie die ganze Zeit danach geifern, oh, wie können wir noch irgendwie mehr Kohle hier rausziehen? Das hat sich halt so entwickelt alles. Ne? Das war mehr oder minder ein organischer Prozess. Ab einem gewissen Punkt, wo du da so viel Arbeit reinsteckst, dass du halt auch für eine andere Arbeit keine Zeit hast, musst du halt damit dein Geld verdienen. Und ich will jetzt nicht gemein sein, aber okay, bevor ich das sage, mag Alex uns auch wirklich nicht oder mag der uns? Du, ich habe mit ihm per Mail in Kontakt gestanden und ich habe jetzt nicht geschrieben, so ey Alex, hallo, Kasper hier von der Honigfarbe, du hast da glaube ich ein paar Sachen falsch verstanden, ich würde gerne mit dir reden. Ja, ich soll doch einfach anrufen. Ja, wo das Problem ist, also ich setze mich da nicht hin, zum Zeitpunkt X, wo ich mir dann auch noch nach ihm richten muss und rufe dann da an, wo ich halt nicht mal einspielen kann. Also übers Handy wird das schwierig. Ja, das heißt, ich stelle mir dann hier Boxen hin und halte dann das Handy an die Boxen ran oder was. Nee, ich würde ihn ganz gerne wirklich mit dem konfrontieren, was er da wirklich gesagt hat. Dazu kommen wir gleich. Ne? Okay, ich sag's jetzt einfach mal. Mein Punkt ist, wenn man nur Leute hat, die das so nebenbei machen, halt in den Zeiten, die man hat für ein Hobby, und keinerlei Leute, die das wirklich als das Ding, das sie machen, machen, dann sieht das halt so aus. Dann sieht das halt aus wie seine Show. Wow. Ja, ich meine, ja, du, ich glaube, der hat schon seine Zuschauer und so, das ist nicht verkehrt, aber ich weiß nicht, Schlummo. Bei mir ist das aktuell so. Kommt denn auf diese Seite da und hört sich irgendwelche Telefongespräche an, die dann meandern für Stunden und von Leuten, die er noch nie gehört hat, mit einer Qualität, die jetzt auch nicht die beste ist. Keine einzige neue Seele wurde erreicht durch so ein Format. Da hast du möglicherweise recht. Ich will aber noch auf eine andere Seite Sache eingehen, zu der habe ich mich auch im Honigforum gestern Abend, glaube ich, noch geäußert, um mal kurz das Arbeitspensum festzuhalten. Also mittlerweile glaube ich, dass All-Inclusive über die Woche hinweg und dann inklusive Sonntag, inklusive Livestream, kostet mich die Honigfarbe so 10 bis 13 Stunden. Davon am Sonntag halt alleine 8, 9, so in dem Dreh. Für mich ist das nochmal einiges mehr, weil ich mache die Einspieler alle schon Samstag, ne? Häufig auch Freitag, ich werde morgen beginnen quasi mit der Vorbereitung der Honigwabe. Ketzerkirche ist auch nochmal eine Menge Arbeit, jetzt mache ich halt die Videos auch noch. Also das ist halt, klar, das nimmt halt Quantitäten von Zeit in Anspruch, wo du das nicht mehr rechtfertigen kannst, wo du ansonsten dein Leben kaum mehr auf die Kette kriegen würdest, wenn du nicht monetär dafür irgendwie vergütet würdest. Richtig, ich meine, ich versaue mir jeden, also nicht versauen, ich mache das ja sehr, sehr gerne, ne? Aber meine Sonntage sind halt weg
Und das halt nicht seit Anfang an. Zu Anfang war das ja so, ne, wir hatten irgendwie Laufzeit 70 bis 100 Minuten so in dem Dreh, hatten irgendwie ein Thema, waren da so mäßig vorbereitet, haben darüber so ein bisschen gequatscht. Also vor allem haben wir viel palabert, was ja keine Kritik ist, das war halt anfangs so. Ne, bloß mittlerweile nochmal, sind das so 10, 11, 12 Stunden, die da die Woche raufgehen. Ich habe keine Sonntage mehr. Das wäre nicht möglich, wenn ich dafür nicht bezahlt würde. Also dann müssten wir zurück zum Anfang und dann quatschen wieder eine Stunde oder anderthalb über irgendein Thema und ich bin nicht wirklich vorbereitet, weil ich die Zeit einfach nicht habe. Genau, irgendein Artikel, den man gelesen hat, blendet man schön die Überschrift ein, davon haben wir dann drei Stück und dann haben wir irgendwie drei kleine Themen, wo wir einfach so plaudern drüber. Das wäre halt im Endeffekt wie anderthalb Stunden hiervon. Ja. Sobald irgendjemand eine Mark damit verdient, unterstellen die einem direkt, man wäre nicht für die Sache dort, sondern fürs Geld. Und das finde ich echt billig. Ja. Also es ist einfach, so eine wird der Sache nicht Kritik, gerecht. Alter. Die Leute, jemand bei der AfD verdient halt auch seine Kohle dafür, dass er Arbeit für die Partei macht. Ich meine, ich will nicht so, weil einem das leicht von der Hand geht oder so. Es tut mir leid, Entschuldigung. Ich will jetzt nicht zu narzisstisch hier sein, aber ich glaube, im deutschen Raum haben wir im Endeffekt dieses Stream- und Video-Mixen begründet. Ne? Dieses quasi Einspieler haben, dass das Ganze halt so ein bisschen wie eine Fernsehsendung rüberkommt. Vorbereitete Segmente und so weiter. Ne? Ich glaube nicht, dass es das in der Form vorher gab. Ich glaube, das haben wir hier quasi eingeführt. Ne? Ja, und, also ich glaube, das gibt es heute nicht. Ne? Ein Livestream? Gut, Martin Sellner live geht manchmal in die, ja gut, aber die haben eigentlich nur ihre quasi zum Anfang vom Thema halt so ein kleines Intro wie in der Ketzerkirche. Gut, Ketzerkirche natürlich, ne? Da haben wir Fact-Checking the Fact-Checkers als Segment. Aber ja, ich meine, das ist ja eine Professionalisierung von der gesamten Geschichte, die ja notwendig ist. Also das ist ja notwendig, um irgendwie neue Leute anzusprechen, weil die Linken, die kommen da mit Hochglanz-Scheiße. Also müssen wir ja auch so ein bisschen gucken, wie das alles aussieht. Die werden halt vom Funk finanziert. Und wenn das so aussieht, dass wir halt, keine Ahnung, wie, Telefonanrufqualität haben und zwei Figuren auf einem roten und blauen Schemel, die sich gegenüber sitzen, in weiß dann, das ist halt, die lachen darüber, die Linken. So leicht angeboomert, ja. Diese 3D-CGI-Grafik da. Aber so ist es doch nun mal, oder? Also es ist jetzt in den Jahren so ein gutes Produkt geworden, was hier abliefert. Und ich bin schwer der Meinung, also auch mich, hat es dazu bewegt, also erst die Videos, aber dann auch die HW, die ich mir regelmäßig mit meinem Kumpel reingezogen habe, dass ich dann irgendwann auch mein Wahlverhalten verändert habe. Das hat einen Einfluss. Ja, und nicht nur das. Ich weiß, dass wir jetzt, ob es die einzelnen Videos waren oder die Honigwabe, das spielt ja alles so ein bisschen zusammen, Leute überhaupt dazu gebracht, Videos zu produzieren. Also ihr könnt mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich 80-90% von den Leuten, die auf irgendwelche Funkformate oder so reagieren oder sich über irgendwelche Zeitungsartikel auskotzen und dabei einen Avatar einblenden, da waren wir die Einstiegsdroge. Ja, wir haben übrigens das Format an sich nicht erfunden, na, das haben wir auch letztendlich nur aus Amerika kopiert, aber wir sorgen schon dafür, dass auch Leute aktiv werden. Ja, ich will jetzt nicht Captain Nix unterstellen, dass er das nur gemacht hat, weil er uns kennt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, bevor er sein erstes Video aufgenommen hat, hat er uns gekannt. Oder ist er kein Zufall? Ja, und dann gab es ja damals noch das Hate Battle und da hat er dann seine ersten Videos abgeliefert im Rahmen von dieser Aktion. Deswegen war das auch eine richtig geile, wertvolle Aktion damals. Da haben so viele angefangen. Das Hate Battle, das auch begründet wurde von Honigwaben-Zuschauern, Leute, die wegen der Honigwabe angefangen haben, selber Sachen zu machen. Ich meine, wie gesagt, das ist ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wieso man da so missgünstig sein soll. Es ist ja nicht so, also glaub mir Folgendes, lieber Alex, ich stehe nicht morgens auf und sage mir, wie kann ich heute die Leute so richtig nackt ausziehen und melken? Das ist nicht meine Priorität. Nein, also ich hatte schon die Gedanken, ne? Wie können wir ein Programm bieten, was so gut ist, dass die Leute Bock haben zu spenden. Und dann irgendwann kam die Idee mit den Segmenten zum Beispiel, dass wir da fertige Videos einblenden. Ja, also natürlich mache ich mir so, ich mache mir Gedanken darüber, wie kann ich die Qualität steigern. Und wenn die Leute das anerkennen und sagen, ja, alles klar, mir gefällt, was ich da zu sehen bekomme, ja, ich feiere das. Meine, wir haben mittlerweile im Schnitt so 2800, 2900 Zuschauer, wenn wir live sind. Und das ist schon eine Hausnummer. Gerade bei so einem rein politischen Podcast, der jetzt nicht wie hier, wie heißt da, nicht Fisch und Fleisch, sondern gemischtes Hack, glaube ich. Ne? Der nächste Drehstich, der herkommt, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Jetzt habe ich den Faden übrigens verloren. Der Punkt ist der, aber was ich auch sagen will, was wichtig ist, das ist doch alles freiwillig. Also wenn den Leuten unser Programm gefällt, du kannst uns immer noch unterstellen, wir machen das wegen der Kohle. Ich sage dir, machen wir die, also doch, machen wir, in der Form mache ich es wegen der Kohle. Nochmal, die Alternative wäre, wir machen es wieder wie so am Anfang. Da war, also ich habe anfangs gedacht, als du mir das Format da unterbreitet hattest, Schlung, dann dachte ich,
Ja, okay. Also, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe halt gedacht, ja, okay, probieren wir erstmal. Wie läuft denn das so und so? Und ich meine, du warst im Begriff aufzuhören, ne? Also komplett. Das will ich nicht beschwören. Ist möglich. Habe ich dir dazu mal irgendwas erzählt? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Genau dann. Also da meinst du quasi, ja, ich habe jetzt erstmal keine Zeit mehr für Videos wegen ABC. Und im Endeffekt denke ich gerade drüber nach, ob das quasi dann das Ende davon ist. Und so ein Podcast käme mir eigentlich ganz gelegen. Und wie gesagt, am Anfang war das ja auch ein ganz lockeres Ding, ne? Ja, und ich weiß nicht mehr ganz genau, ich kann es natürlich mir genau jetzt rekonstruieren, wie es war, aber ich glaube so, die ersten 50, nee, 50 ist übertrieben, die ersten 30 Folgen kamen da 60 Euro rum, die wir uns dann halt geteilt haben, so ungefähr, lass es ein Huni gewesen sein, den wir uns dann geteilt haben. Nee, es war nicht mal ein Huni, das war zu Anfang nicht mal ein Huni, der rumgekommen ist. Und trotzdem hat sich ja alles gesagt, das macht halt Spaß. Aber sich jetzt wirklich hinzusetzen, 12 Stunden, das meiste davon auf den Sonntag. Ja, für, na gar nichts. Also vor allem, wir müssen den vielleicht gleich mal anfangen lassen zu reden, den guten Alex, ne? Ja, das wäre gut. Weil es ginge ja auch, und da hat er durchaus recht, wir könnten auch jeden Sonntag und jeden Samstag streamen. Und zwar nicht nur für 4 Stunden im Schnitt, sondern wir könnten das für 8 Stunden machen. Und sagen, ich glaube, explizit Qualität. Hier umsonst. Qualität, ja gut, für umsonst, weil Qualität schlägt Masse. Lieber, es gibt eine Honigwabe Sonntag und die sitzt, als es gibt quasi jeden Tag einen Kasper-Cast, ne? Ja, richtig, alles klar. So, wir fangen jetzt mal an mit Alex, ja? Wie irgendwie loswerden, weil es immer wieder Idioten geben wird, die diese Leute eben halt unterstützen. Mhm. Und ich habe hier... Das seid ihr. Ihr seid alle... genau, da hört ihr es. Ja, Grüße gehen raus. Ihr seid Freunde, ihr seid Idioten. Halt für meine Sparte eben halt ausfindig gemacht, welche ich jetzt unterstütze oder... Also er ist selber ein bisschen ein Idiot. Welche ich überhaupt total ignoriere. Ja. Und das muss eben halt jeder für sich selbst ausmachen. Und einen ganz bestimmten Punkt, du hattest zum Beispiel auch in der Sendung gesagt, es ging damals um die Honigwabe. Du hattest gesagt, dass man für 20 Euro spenden muss, bis das, was vorgelesen wird. Das stimmt so nicht. Es sind 10 Euro. Also bei der Honigwabe sind... Es sind sogar nur 10 Dollar, ja. Das ist mittlerweile... Es wird alles eingenommen. Du kannst uns, ja genau, es ist technisch gesehen noch weniger irgendwie. Ja gut, jetzt ist eigentlich dasselbe, ne, nach der Inflation hier. Ja. Aber es wird alles eingeblendet. Du kannst uns einen Euro dalassen, dann wird deine Nachricht in der Sendung eingeblendet. Frag die Amadeo-Antonio-Stiftung, die hat da Erfahrung mit. Oh ja, oh ja. Immer 10 Euro. Dollar, glaube ich, Dollar. Dollar, genau, Dollar. Und ja, ich bin eben halt der Meinung, wenn es einer machen will, soll er es machen. Wer es nicht machen will, der lässt es eben halt sein. Ja, also völlig okay. Ja, da können wir keine Kritik äußern, richtig? Nee. Libertärer kann man sich nicht äußern, ja. Das ist ja der Anrufer. Das war nicht Alex. Das war der Anrufer. So, okay, jetzt. Okay, also, im Hintergrund macht sich gerade Alex wahr. Hey, kommt Alex. Kommt Alex. Ja. Sehe ich auch so. Darf ich zur Honigwabe kurz mal reinkrätschen? Ja, bitte. Ja, also Honigwabe konsumiere ich eigentlich auch sehr viel. Eigentlich jede Woche höre ich mir immer die Aufzeichnung auf der Arbeit der Kopfhörer an. Und ich muss sagen, die Jungs, die machen schon, die hängen sich da schon rein. Ja, also das hört Alex nicht gern. Die haben eine Meinung, die vertreten sie klar und deutlich. Dieser Schlomo Finkelstein, der macht das eigentlich mehr oder weniger hauptsächlich. Ja, der komplett. Ich könnte auch nichts anderes mehr machen. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich halte es ganz kurz. Ich könnte nichts anderes mehr machen, außer vielleicht, ich glaube, bei McDonald's googeln die meinen Namen und sagen sich dann, also eine Nazi-Drecksau, laut der von der Regierung geförderten Stiftung hier und laut dem Spiegel hat der irgendwie den Hacker, der alle gehackt hat, inspiriert oder war irgendwie der Mentor oder wie das dann ausgedrückt ist. Ne? Ich weiß ja nicht. Ne? Das würden die sich dann sagen. Du bist ja irgendwann verbrannt an dem Punkt, wo du nichts mehr bekommst. Die Grauzone auch. Ist ja auch ein Opfer, das du bringst. Das ist ja ein Opfer, das du bringst für diesen Job. Klar. Mal so ein paar Dings und wie gesagt, diese Superchats, die da machen, was die ab 10 Dollar vorlesen. Das ist, wie gesagt, eine freiwillige Sache und das ist eigentlich Das ist auch so ein Ding. Ich war immer gegen Paywall. Immer.
Ne? Immer wenn irgendwann der Idee kam, oh, können wir vielleicht Gegenstimmen hinter der Paywall? Nein, wir können nicht Gegenstimmen hinter der Paywall machen, weil dann machen wir es wirklich nur noch für Cash. Ne? Sobald du eine Paywall hast, gucken das sowieso nur noch Leute, die sowieso schon deiner Meinung sind, und es bringt überhaupt nichts mehr, außer dein Portemonnaie voll zu machen. Da bin ich immer gegen. Aber alles, was ich mache, ist frei ansehbar für jeden, der das will, frei herumschickbar, frei runterlad und irgendwo anders hochladbar. Ich erhebe kein Copyright auf den Kram, den ich mache. Ne? Jetzt stelle ich euch mal eine Frage. Möglicherweise stelle ich euch damit ein bisschen bloß, aber ich hoffe nicht und ich hoffe damit einen Punkt zu machen. Wie ist denn das mit euren Videos auf Twitch? Wer kann die denn sehen? Keiner, ich lösche die direkt. Achso, okay, gut, alles da. Dann mache ich damit gar keinen Punkt, aber bei mir mache ich damit einen Punkt, weil meine bleiben online und zwar explizit ohne, dass du gesubbt haben musst oder so. Also auch bei Twitch. Ich könnte das doch hinter die Subwall packen. Ich bin mir absolut sicher, dass ich damit 30, 40, 50, vielleicht 100, also meine Videos gucken, glaube ich, im Schnitt zu 5000 Leute. Oder die haben zumindest 5000 Klicks. Ja, jetzt lass die mal 2000 Leute gucken, wo halt die Hälfte irgendwie nach der Hälfte aufhört und einen Tag später nochmal weitermacht oder so. Na, aber von diesen safe 1000, 2000 Leuten, die sich meine Twitch-Streams im Nachhinein angucken, ja, könnte ich doch locker sagen, okay, 90% von euch kriegen halt gar nichts zu sehen und der Rest kann sich einen Sub holen. Und dann die Sachen, so wie das bei Erwin zum Beispiel der Fall ist. Nee, ich mein, könnt alles gucken. Macht damit, was ihr wollt. Meine Frage grundsätzlich an Alex nochmal. Was wollen wir denn hier machen? Was brauchen wir? Wir brauchen Leute, die haben was drauf, die können richtig mithalten mit den Produktionen von links. Die können Leute begeistern, die können Leute unterhalten und die können die Botschaft einen Mann bringen. Diese Leute werden das nicht einfach aus der Güte ihres Herzens machen, in den Quantitäten, in den Arbeitsquantitäten, die sie auf sich nehmen müssten, damit das wirklich einen Effekt hat. Die brauchen auch irgendeinen Anreiz dafür. Ne? Und so Leute wie du sind halt die, die das, also mit ihrer autistischen, nein, der macht Geld, der ist ein Grifter, Logik, ausbremsen. Natürlich muss das professionalisiert werden. Also ich meine, auf der linken Seite ist auch jeder Scheiß monetarisiert, ne? Weil die wissen, dass sie fähige Leute anlocken wollen, die dann ernsthafte Arbeitsstunden da reinstecken. Und dafür brauchst du einen Anreiz, dafür brauchst du die Befreiung von deinen sonstigen Nöten. Ja, ja, da muss ich doch mal klar machen, dass hier alles handgemacht ist. Hier gibt es kein Stiftungsgeld, nichts wird einem hier in den Arsch geschoben. Stell dir mal vor, du hättest ja 1 Million Euro Stiftungsgeld. Dass man alles aufziehen könnte. Dann noch mal ganz kurz. Ja. Meine Berechnung. Im Schnitt kostet jedes Funkformat 800.000 Euro im Jahr. Das wäre, wenn es da um ein wöchentliches Video geht, was ja bei den meisten Funkformaten der Fall ist, reden wir von, ich habe es gestern durchgerechnet, ich glaube 15.000 Euro. Die eine Folge Eva Schulz kostet. Und nochmal, jetzt mag Eva Schulz keine 800.000 Euro im Jahr kosten. Das heißt, irgendein anderes Funkformat muss entsprechend mehr als 800.000 Euro kosten. Also entsprechend mehr als 15.000 Euro pro Folge. Du musst den Stream starten. Oh, echt jetzt? Das hatte ich noch nie. Irgendwie ist. Ich sehe gerade, ja. Das hatte ich noch nie. Dass ich hier starten muss, das ist ein Problem. Ich kann gar nicht starten. Ich hatte das in den letzten Ketzerkirche-Folgen auch öfter. Aufnahme läuft noch auf jeden Fall. Aufnahme läuft, alles gut. Komisch, ich kann jetzt draufklicken, ne? Auf Start. Also die Idioten hören es jetzt nicht mehr. Wie wäre es denn, wenn wir das nachher schön? Ist das Twitch, oder? Ich glaube, es ist sogar Twitch. Also wir hatten es auch in letzter Zeit. Twitch konnte nicht gepostet werden, hä? Okay, dann halt nicht. Dann konnte der Twitch nicht gepostet werden. Sind wir live? Netz scheint ja okay. Dein Netz ja, sind live? Oh, okay, gut. Dein Netz scheint ja okay, wir können ja okay reden. Komisch. Stimmt, ihr habt recht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist mein Internet, aber kann es ja nicht sein. Wenn ich euch, ihr habt zu keinem Zeitpunkt Roboter, gar nichts. Also das muss ja Twitch sein. Meine Verbindung ist 1A. Ich glaube, entweder Twitch oder OBS, weil ich hatte es jetzt auch die letzten Male. Die Leute kommen schon wieder, keine Sorge, aber ich könnte mich da auch wirklich in den A** beißen, weil ich sehe dann 800 Leute, ich refresh und dann sind es halt nur noch 500, nachdem das einmal abgebrochen ist, ne? Ja, das ärgert einen manchmal. Viele geben auf, ne? Bevor die uns gleich wieder hören, wir sind schon wieder wie viel da. Haben die Vollidioten uns denn gegeben da. Diesmal? Ich weiß. Also lohnt sich das überhaupt? Keine Ahnung, ich gehe sonst. Lohnt sich das überhaupt? Also ja, 800.000 Euro pro Funkformat, pro Jahr. Wir könnten uns für 100.000, wir nehmen uns die Leute an Bord, du kaufst eine Immobilie, du kannst ein Studio fertig machen, wie bei Daily Wire für die Kohle. Du kannst Equipment kaufen, du kannst sogar Leute engagieren, die Recherche für dich machen, die für dich cutten, Alter. Und dann musst du nur noch reden. Es du musst ist alles dir mal überlegen, glaub ich, jeder 15.000 Euro pro Folge. Wir könnten da drei Leute beschäftigen, die sich nur um Recherche kümmern. Ja, ja. Also,
Mach dir das mal klar. Und das ist halt die Gegenseite, alles klar. Bevor wir jetzt hier weiter auf den Alex rumhacken, der sich ja noch gar nicht geäußert hat. Der Alex hat noch keine Silbe gesprochen. So ist es. Darum legen wir jetzt mal los mit Alex. Diskussion, das sind halt die Unterstützer. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber habe auch noch nichts gespendet, noch gar nicht, noch kein Cent, ja, auch kein Superchat etc. Aber das muss man halt den Leuten selber überlassen. Und da sehe ich das eben anders, man muss die Leute... So, jetzt geht's endlich los. Leute aufklären und davon abbringen, ihr Geld für Blödsinn auszugeben. Denn ja, um eine Frage zu stellen, das dann auch mit dem Zwang, Geld zu spenden oder zu überweisen. Ja, und ich meine, auch da ist ja die Frage, wie sollen wir es denn sonst machen? Also wir sind hier gerade live mit 979 Zuschauern. Jetzt sagen wir alles klar. Jetzt beantworte ich hier jede Frage aus. Ich meine, irgendwie muss ich aussieben. Ja, wie wichtig ist es den Leuten denn wirklich eine Frage zu stellen, die wir hier tatsächlich behandeln? Irgendwie muss ich es doch aussieben. Oder soll ich hier ein Programm entwerfen, was mir dann rauswürfelt, eine Frage aus dem Live-Chat oder was? Vor allem das hier, was wir auf Twitch machen, sind wir mal ehrlich, das sind Peanuts, ne? Also die machen den Braten wirklich nicht fett. Die Leute können ja hier, wie viel müssen die spenden? 100 Bits? Das ist 1 Euro oder so? Ne? 200 Bits, 2 Euro. Bits. Genau, Kerzerköcher war 100 Bits, 1 Euro. Mhm. Dann lesen wir den Kram vor und so weiter, ne? Und der Zwang, was, das ist ja absurd. Der Zwang, der Bäcker spenden. Zwingt mich dazu, ihm mein Geld zu geben, wenn ich sein Brot haben will. Hä? Also man kauft ja, dass wir etwas machen, wenn man so will. Und das auf freiwilliger Basis, wo ist das ein Zwang? Also ist jetzt ein Strohmann. Aber 2G war dann kein Impfzwang, oder was? Also andersrum. Was geht den Leuten denn flöten, wenn sie nichts spenden? Die Sendung geht doch weiter. Ja, die Leute, die können das gucken. Die Leute wollen. Ihr seid die Stars von diesen Leuten. Die blicken zu euch auf und die sagen, ich möchte deren Meinung jetzt zu dieser Frage hören. Oder ich möchte die jetzt gerade verarschen oder ich möchte von denen wissen, hier, Mary Kill. Ne? Ja, oder die sollen ja einen Klingelton einsprechen. Ist das auch bei Fiverr? Also ich meine, da gibt es ja Fälle, wo wir einfach was Lustiges sagen sollen. Ne? Und nehmen die dann auf und dann machen die einen Klingelton daraus oder das ist ein kleines YouTube-Video oder so. Ne? Das ist ja im Endeffekt nichts anderes in diesen Fällen, als die bei Fiverr machen. Gibt es bei Fiverr einen Zwang, dass ich ihnen Geld gebe, wenn ich halt will, dass der Synchronsprechertyp mir da irgendwas einspricht? Ist das ein Zwang? Absurd, absurdes Framing. Ja, ist ja ein selbstständiger Organismus nun mal, ne? Die Leute wertschätzen die Arbeit, spenden dafür dann gerne und auf der anderen Seite fühlt man sich dann motiviert, weiter die Sendung zu machen. Manche Leute spenden auch einfach, um einen zu motivieren. Und das ist doch nett, das ist doch gut. Auch diese 10 Dollar, die kommen nicht von ungefähr. Wir sind ja bei 10 Dollar gelandet, wir haben es ja zu Anfang gesagt, ohne Limit, schickt einen Dollar und wir lesen vor und behandeln das, was ihr da schickt. Und das ist dann ausgeartet, ging halt über Stunden nach jeder Folge. Und dann haben wir uns gesagt, das geht's nicht. Nochmal, ich bin Vollzeit berufstätig. Ich rede über 4-5 Stunden, ne? 4-5 Stunden Superchats. Ja, nee, ich bin Vollzeit berufstätig. Ich muss am nächsten Montag um 6, Wecker klingelt bei mir nicht, aber ich wache in der Regel von alleine gegen 6 auf, muss ich halt zur Arbeit. Und dann kann ich da nicht für 1 Dollar pro, im Schnitt sage ich mal, eine Minute... Ja, wahrscheinlich ist es sogar ein bisschen mehr. Teilweise atmen wir bei einem Superchat auch mal aus, was dann so 10 Minuten geht. Mhm. Aber sagen wir einfach mal eine Minute pro Dollar. Ja, die wir uns dann, die Scheiße dürfen wir steuern und dann auch noch durch 2 teilen, kann ich da nicht bis 12:30 morgens sitzen und dann auf Arbeit völlig durch sein. Gut, ich Der Content würde sagen, wird ja auch nicht besser, je länger du da sitzt. Ich möchte auf eine Chatnachricht, zu der möchte ich Stellung nehmen, hier vom Prototyp. Erste Chatnachricht überhaupt, sagt hier, diskutiert miteinander, nicht übereinander. Kasper hat schon versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Er sagt, er soll in seiner Sendung anrufen. Genau, da also meinte ich ja, nee, das geht so nicht. Lass uns mal einen Termin machen, wo wir beide einfach in Ruhe sprechen können. Dann war die Antwort, glaube ich, ja, alles klar, ich melde mich. Und dann kam wochenlang nichts. Dann habe ich gesagt, also Alex, auch offen dafür. Alex, wie sieht's denn aus? Ne, wollen wir nicht mal? Nichts. Alex, so langsam musst du mir mal schreiben, weil sonst wird das hier halt nichts. Nichts. Also, ich weiß nicht, würdest du das Angebot unterschreiben, dass er in die Honigwerbe kommt? Also, wenn er will? Ja, bedingt, weil immer ist jetzt nicht der geilste Content, ne? Da würde dann halt geiler Content wegfallen für. Aber grundsätzlich, klar. Für eine halbe Stunde oder ja, so. Klar, hundertprozentig. Für eine halbe Stunde safe, auf jeden Fall. Da kann er das in der Honigwerbe erzählen und er kriegt die Hälfte der Superchats, wenn er da Bock drauf hat. Er wird ja nicht Nein sagen. Ja, es sei denn, also er würde sich dann selbst ein bisschen verraten. So, wir lassen den guten Mann jetzt mal weitersprechen. Verbinden, das finde ich also wirklich extrem unmoralisch. Hat der digitale Chronist
Unmoralisch, aber gut. Ist ja letztendlich eingeführt, der hat ja dann auch nur Nachrichten aus dem Superchat. Die gab es nach uns. Ich hatte die Honigwerbe im Jahr 2018. Wie, echt? Du meinst Salzmine damals, ja, auch. Und da hatten wir quasi dasselbe Konzept. Und danach Honigwerbe halt 2019. Ne? Der digitale Chronist, der kam doch später dazu. Auf jeden Fall wurde er später groß. Also ich habe nicht den digitalen Chronisten gesehen und mir gedacht, oh, der macht aber einen Reibach, das will ich auch machen. Das war halt einfach Stream, da gibt es sowas wie Superchats. Und dann haben wir das halt gemacht. Also das war, wie stellt er sich das alles vor? Das hat sich so entwickelt. Keine Ahnung, Schlummo. Vorgelesen. Und das ist mir eben sehr negativ bei dieser Honigwabe aufgefallen. Ja. Zumal die ja dann auch gute Interviews führen und ich das einfach eine Frechheit finde, dass man dann als Zuhörer nur eine Frage stellen kann, wenn man sich dann auch finanziell erleichtert dazu. Nochmal, es ist eine Frechheit. Was ist die Alternative? Ja, los, redet mit 3000 Leuten bis übermorgen. Los. Wir gehen den gesamten Chat durch. Vielleicht funktioniert das bei deinem Chat. Aber wenn 3000 Leute deine Sendung gucken, dann geht das nicht. Schlummo macht uns den Kasper. Ja, aber Alex, ich muss dir auch ganz ehrlich dazu sagen, diese Jungs, die werden auf YouTube gesperrt, wegzensiert. Aber das ist kein Grund. Moment, stopp. Demonetarisiert, wie ja, sich und? Das nennt. Ja, und? Die müssen ja gerade Modi, die können ja auch. Ja, aber Alex, pass auf, die sind nicht wie. Nein, ich kann ja auch, Schlomo kann ja auch einfach den Dreck unter seinen Fingernägeln essen. Warum? Schlomo, was willst du dir überhaupt Essen kaufen? Hör doch auf damit. Meine Güte. Wie, du brauchst Geld, um zu leben, Schlomo? Ja, eine Frechheit ist das. Unglaublich. Eine bodenlose Frechheit, mein Lieber. Ob die dir irgendwie Geld dafür zahlen, dass du hier freitagsabend eine Radiosendung machst? Zahlen sie nicht. Nein. Okay, aber die sponsern dir wahrscheinlich dein Equipment. Auch nicht direkt. Bezahlst du aus deiner eigenen Tasche? Indirekt. Das Studio war ja vorher schon existent. Ja, okay. Davor aber schon existent. Ja, aber also bei mir war nichts vorher existent. Ja, aber ja, alles. Ich habe vor 3 Monaten, was war das, 350 Euro oder so, für nochmal ein komplett neues Audio-Setup und so weiter. Ich werde bald wie ein PC, den ich mir auch nicht holen müsste. Also FIFA läuft auf dem PC, aber für den Job brauche ich den. Der wird 2000 Euro wahrscheinlich kosten und so weiter und so fort. Ne? Klar, das hat man, aber das ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist die Zeit. Du setzt dich halt dahin und dann sind das 5 Stunden, die du das machst einfach und wahrscheinlich Vorbereitung von Original Null. Leute rufen dich an. Wir bereiten die Honigwerbe für Tage vor. Für Tage. Das ist genau der Punkt. Ich dachte gerade, wir quatschen da gerade. Das ist genau der Punkt. Das war Clowny, nehme ich an. Ja, ich war's. Und Erwin. Komm, diese ganze Technik, die du da stehen hast. Aber das ist ja kein Grund, die Leute, die... Ja, aber die, trotzdem, Moment, stopp. Die machen Videos, die bieten Content. Ja. Und die Honigwabe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, diesen ganzen anderen Müll, digitale Chronist. Ist ja auch geile Ehrenmänner, die er in der Leitung hat. Also die wirklich, ich danke dafür. Er hat, glaube ich, explizit gesagt, dass er noch nie was gespendet hat und er verteidigt uns hier. Ich finde das großartig. Weil er könnte doch sagen, mein Thema geht mir am Arsch vorbei. Also ich will die Honigwabe quatschen. Aber der ruft da tatsächlich an und will dann über die Honigwabe quatschen. Finde ich gut. Schlummo, wolltest du noch was sagen? Ich wollte ihm nur verbieten, weiter die Honigwerbe zu gucken, es sei denn, ihr spendet uns jetzt endlich was, weil, wie gesagt, wir zwingen ja die Leute dazu, uns Geld zu nehmen. Ganz genau. Wir haben nie in irgendeiner Form, sagen wir, moralischen Druck aufgebaut oder, oh, bedenkt auch mal, wir müssen hier unsere. Nie. Sowas gab es nie. Nein, zu keinem Zeitpunkt. Und was weiß ich. Bin ich voll bei dir, aber Honigwerbe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die bieten Content. Ja, aber wie gesagt, die machen Moment, ja keine. Die sind regelmäßig auf Sendung. Das sind alles keine Argumente. Ja, okay, das sind nur Rechtfertigungen. Für Spendenabzocke. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich... Spendenabzocke. Ja? Das ist eine Abzocke, wenn nichts geliefert wird. Manchmal, ne? Guckt erstmal, dass bei euch die Scheiße läuft. Ne? Also im Endeffekt, wenn ich etwas sage dazu in Richtung, sollen sie mehr oder weniger spenden, dann sage ich ihnen meistens, wenn bei euch irgendwie finanziell Not am Mann ist, dann spendet uns bitte nicht. Ja, der hat doch gar keine, er hat einfach, Junge, dieser Mann braucht einfach ein bisschen Respekt für die Arbeit. Ohne Scheiß. Also entweder spricht da gerade der Neid aus ihm oder Inkompetenz, weil er einfach salty darüber ist, dass er nichts damit verdienen kann. Die Leute danken es dir, wenn du gute Arbeit machst und sie wollen es dir danken und der Weg ist, dies finanziell zu tun. Was sollen sie machen? Dir einen lutschen, Alter? Wie? Das ist doch eigentlich eine wunderschöne Sache. Ne? Das ist doch schön, ja. Dass man so einen Lebensunterhalt bestreiten kann auf freiwilliger Basis. Auf vollkommen freiwilliger Basis.
Und er redet von Abzocke und von Zwang. Er tut so, als wenn er den Leuten, keine Ahnung, irgendwelche Diamanten aus Afrika verkaufen für den doppelten Preis oder irgendwas. Ich wollte gerade sagen, ne, Spenden, ja. Abzocke, sowas mag es ja geben. Das ist für mich jemand, der auf die Straße geht und sagt, hallo, hier gucken Sie mal auf diesem Foto dieses hungrige Kind aus Afrika. Wollen sich ja ein bisschen spenden. Und dann spenden die Leute und das Geld geht halt nicht an das hungrige Kind aus Afrika. Das wäre für mich Spendenabzocke. Mhm. Und das Zweite ist, ich hasse dieses Argument zwar, aber ich befürchte, es ist hier zutreffend. Das könnte tatsächlich ein Neidding sein. Und das meine ich jetzt nicht bösartig oder als ne, aber ich glaube, Alex, ich glaube nicht, wenn dir jetzt jemand sagt, so ey, Radio Deutschland 1, ich finde es so geil, ich bin Milliardär, frag mich nach den Gründen, du kriegst jetzt von mir jeden Sonntag einfach 1.000 Euro überwiesen. Ja, als ob du dann sagst, nein. Ich glaube es nicht. So, alles klar. Wir machen mal weiter, ja? Ja. Was ist los? Achso, ich habe die Lautstärke gerade auf Null gemacht, Verzeihung. Jetzt geht's weiter. Ehrlich sagen, die bieten Content. Ja, aber wie gesagt, die machen Moment, ja keine... Die sind regelmäßig auf Sendung. Das sind alles keine Argumente. Das sind nur Rechtfertigungen. Das ist nur Rechtfertigung für Spendenabzocke. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Arbeit vollrichte, dann möchte ich auch Geld dafür haben. Ja. Und wenn, das war, warte mal ganz kurz. Ich in meiner Freizeit. Es ist ja nicht mal quasi, wir möchten jetzt Geld dafür haben, wir stellen uns hin und sagen irgendwie, oh, wir haben so viel Arbeit jetzt gemacht, gebt uns Geld. Wir sagen ehrlich, gebt uns Geld. Das hat sich halt so entwickelt. Wir haben ein Livestream-Format gemacht und da war es halt normal quasi, das hatte ich auch bei der Salzwinde gemacht, dass man halt so ein Superchat-Ding hat, über das man sich mit den Leuten unterhält. Und das hatte damals Ausmaße, die waren zu vernachlässigen. Das war quasi eher so ein lustiges kleines Ding. Das hat sich dann nachher so entwickelt. Es ist ja nicht mal der Fall, dass wir uns hingestellt hätten und gesagt hätten, wir verdienen Geld. Das hat sich so entwickelt. So ist es. Ach, Entschuldigung, ich möchte euch nicht noch mehr White Knighten. Ihr habt euch schon gut verteidigt. Na komm, einmal noch. Nein, bitte. Na okay. Gut, es hat sich halt bewährt. Ich glaube, es ist ein Format geworden, wenn du im Durchschnitt gerne mal 3000 Zuschauer hast, im Hauptteil der Sendung, dann ist das ein Format, was sich etabliert hat mit über 100 Folgen. Die Leute lieben es. Es werden nicht weniger Zuschauer. Es wird immer besser. Natürlich kriegst du dafür Geld, Alter. Und ich glaube, es hat sogar einen besseren und auch größeren, ich möchte ihn jetzt nicht geringschätzen, gesellschaftlichen Einfluss für unsere Sache als seine Sendung. Es tut mir leid. Natürlich, Alter. Wer wird denn geredpillt von sowas? Also, das meine ich jetzt nicht mehr despektierlich, aber wer wird geredpillt von einer Sendung, wo drei Rechte dann irgendwie anrufen bei einem vierten Rechten und die reden dann so über, keine Ahnung, irgendwelche Sachen in der rechten Szene? Ne? Der soll das erstmal hinkriegen. Setz dich hin und mach mal eine Sendung jede Woche und komm mit dem Geld, was die Leute dann freiwillig spenden, weil sie das so geil finden. Komm damit über die Runden. Krieg das mal hin, da musst du was für leisten. Gibt es einen anderen rechten Podcast im deutschen Raum, der so viel zieht? Ich glaube nämlich halt nicht. Und das ist doch eine gute Sache. Podcasts sind doch nicht vollkommen unwichtig. Das ist doch, wenn am Sonntagabend zur besten Sendezeit da irgendwie, keine Ahnung, jemand streamt mit 300 Leuten für unsere Seite und das ist quasi das Flaggschiff, dann ist das nicht so gut, wie wenn da jemand streamt mit 3000 Leuten für unsere Sache, ne? Zumal bei uns schauen ja auch richtig krasse Hochkaräter zu. Wie ein Holger Kreimeyer zum Beispiel, Massengeschmack. Die man auch beeinflusst. Ja. Die man sicherlich auch beeinflussen kann, ne? Open Mind und solche Holger Leute. Merkst du's, ja. Es gibt große Leute, die ich jetzt nicht nennen will, aber ich habe von denen persönlich gehört, dass sie zuschauen, die würden das halt nicht sagen. Ne? Ja, also ich weiß von einem, der hat, ich glaube, 300.000 Abonnenten und macht so am Rande mal so ein bisschen Richtung, nee, eigentlich macht der unpolitische Sachen. Ich glaube, 19 von 20 Videos sind einfach unpolitisch und bei dem 20. Video ist so ein bisschen am Rande irgendwie. Der ist total undercover unterwegs und der guckt halt auch regelmäßig die Honigfarbe. Also das hat schon, das prägt halt auch Leute, die nicht irrelevant sind und die machen sich dann auch mal Gedanken. Ja? Domino-Style halt, ne? Jemand sagt es, jemand greift es aus, also so ein bisschen wie auch ein kleinerer Podcast. Wenn wir denn dann verfolgen, dann könnte er uns eine Idee geben. Die Idee von uns kommt zu weiteren Leuten und multipliziert sich halt, ne? Ich kann mir das vorstellen, wenn du zum Beispiel über den Reaction-Stream jetzt von uns dreien redest, dass da sicherlich zumindest 1 bis 10 Leute von der JAfD zumindest sitzen oder wirklich jemand von der AfD, der vielleicht über Dreiecken mal an Frau Weidel herantritt und sagt, Frau Weidel, Ihre Rhetorik, gehen Sie doch auch mal auf die Techniken des Gegners ein, um das dem Zuschauer klarzumachen. Die Möglichkeit ist da. Ja, ist sie. Ich mach mal weiter, ja?
Hm? So. Ja, Rechtfertigung für Spendenabzocke. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Arbeit vollrichte, dann möchte ich auch Geld dafür haben. Ja. Und wenn ich in meiner Freizeit... Dann sollen die arbeiten gehen, wenn sie Geld verdienen wollen. Das ist Arbeit. Alter. Kumpel, wenn ich mich irgendwo bewerbe und die googeln meinen Namen, viel Spaß. Ja, und selbst wenn ich was ist denn Arbeit, Schlomo? Wie definiert dieser Mann denn Arbeit? Also wenn das keine Arbeit ist, die wieder verrichten, was ist denn Arbeit, bitteschön? Also dann ist ja kein Talkformat, kein Funkformat, das ist ja alles keine Arbeit. Mit dieser Herangehensweise, im amerikanischen Raum sagen wir mal, wäre das alternative Lager da nicht in der Lage gewesen, jemanden wie Trump am Ende an die Macht zu bringen, sondern das wären halt 5 Leute, die zu Hause sitzen und Anrufe von irgendwem bekommen, während sie zeigen, wie 2 weiße Männchen auf einem roten und einem blauen Schädel sitzen. Weiter geht's. Da ja, haben okay, sie ja 2 Hände dafür wahrscheinlich. Vielleicht ist das ja denen ihre Arbeit. Ja, das ist denen nicht ihre Arbeit. Wenn ja, ich Geld dafür verlange, um eine Frage... Ups, scheiße, warte mal, sorry, die ist ein kleiner Delay. Also er weiß, also, dass das nicht deren Arbeit ist. In Schlummers Fall ist das seine Arbeit. Und meine Arbeit ist da nicht im Speziellen, dass ich da die Fragen beantworte. Meine Arbeit oder 99% davon ist das vorher. Die 3 Tage, die ich den ganzen Kram vorbereite, die ich Einspieler mache, Themen suche, die reintue. Was ich mache vor vielen Honigwaben ist, ich gehe alles, was ich habe, durch und führe quasi ein Selbstgespräch darüber, damit das einigermaßen sitzt und so ein Kram. Ne? Das ist die Arbeit. Und dann mit den Spenden und Vorlesen und so weiter, das ist halt das, was man dann danach macht und ja, quasi die Kür der gesamten Geschichte. Ja. In meiner Freizeit. Dann sollen die arbeiten gehen, wenn sie Geld verdienen wollen. Da ja, okay, haben sie ja 2 Hände dafür wahrscheinlich. Vielleicht ist das ja denen ihre Arbeit. Ja, das ist denen nicht ihre Arbeit. Wenn ich Geld dafür verlange, um eine Frage stellen zu können, dann aber ist es nicht. Ich verlange Geld für etwas, was halt irrelevant ist. Also wer es nicht will, das wäre noch was anderes, wenn ich Geld dafür verlange, dass die Leute das sehen können. Dann wäre das immer noch mein gutes Recht. Aber ich verlange Geld dafür, dass ihr, wenn ihr denn wollt, irgendeine Frage oder irgendeinen Quatsch, ich meine, meistens ist das ja irgendein Blödsinn, der geschrieben wird, was ich, also das ist keine Kritik, das finde ich ja sehr amüsant, ne? Also, naja. Und was mache ich des Öfteren, wenn wir quasi eine Zwangspause haben, dadurch, dass, sagen wir, keine Ahnung, Kasper irgendwas kurz machen muss oder so, dann gucke ich halt in den Chat, ne? Und rede da halt mit den Leuten. Ja, ich meine, passiert selten, aber auch, ich gucke da ab und zu mal rein. Ich habe heute, glaube ich, 3-mal gesagt, im Live-Chat schreibt gerade jemand. Und dann haben wir das behandelt, was da gerade jemand im Live-Chat geschrieben hat. Also auch das passiert. Nochmal, es geht doch nicht anders. Ich kann nicht, meine Sendung kann nicht daraus bestehen, dass ich hier den Live-Chat beobachte, wo, jetzt gerade passiert leider nichts, aber es gibt ja Zeiten, da ist Nachricht, neue Nachricht, neue Nachricht, neue Nachricht, neue Nachricht, ja, neue ja, Nachricht. Ja. Was soll ich denn da machen? Okay, weiter geht's. Business machen? Ich kann zum Beispiel T-Shirts drucken oder sonst was, ja. Aufkleber herstellen und kann die verkaufen. Ja, nicht? Aber wenn ich Geld verlange, abzocke, um eine Frage stellen zu können an einen Gast, dann... Er kommt darüber, der hat sich da seine 3 Worte irgendwie zurechtgelegt, die überhaupt keinen Sinn ergeben in diesem Kontext. Wie gesagt, abzocke wäre, wenn wir behaupten, ja und wir bauen davon, keine Ahnung, eine Riesenstatue zu Ehren von Willy Brandt in die Berliner Innenstadt und da machen wir das gar nicht. Das wäre Abzocke. Ich behaupte, ich kaufe mir davon einen Kasten Bier und Tütensuppen. Das mache ich. Und Schlumm ist ehrlich, ja. Das ist für mich einfach... knallharte Abzocke. Ja, aber okay. Es muss ja keiner spenden. Also muss keiner, aber die Leute, genau, wer eine Frage gezwungen. Stellen, wer eine Frage stellen möchte an den Gast, wird gezwungen, Geld zu opfern. Achso, ich glaube, jetzt geht es gerade darum, wenn wir Interviews führen. Na, auch da, wonach soll ich da aussieben? Soll ich vorsortieren? Soll ich sagen, meine, wir haben das bisher, glaube ich, immer so gemacht, dass alle Fragen, alle, die entsprechend mit diesen 10 Dollar dotiert waren, die haben wir dann dem Gast, also zum Beispiel, nee, bei Jason Miller haben wir keine einzige Frage gestellt, das ist Blödsinn. Aber. Das war auch sehr spontan, ne? Dass wir die Möglichkeit hatten mit Jason Miller. Das stimmt. Aber bei anderen Leuten, zum Beispiel bei Dings hier, bei also wie heißt der? Aus Österreich. Dings Strache, ja klar. Da haben wir schon auch angestellt. Getter Post, glaube ich, gemacht, ne? Getter Post, ey, was würdet ihr gerne Strache fragen und so weiter, ne? Mhm. Und also da muss man da nicht zahlen. Wenn man zahlt, hat man halt die Gewissheit, dass wir das vorlesen, in dem Fall. Ne? Und weil wir eben nicht vorsortieren oder so. Ich meine, was ist denn besser, als wenn du weißt, meine Frage, also sofern jetzt nicht super krass unter die Gürtellinie geht, wobei ich mich nicht daran erinnern kann, dass das jemals vorgekommen wäre, dass du weißt, sie wird dem Gast tatsächlich gestellt und nicht, dass wir vorsortieren, so wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass da am Ende nur Fragen rauskommen wie, Herr Habeck, wie machen Sie das eigentlich, dass Sie immer so geil aussehen? Launi? Also die Definition von Abzocke. Im Duden steht die seit dem Jahr 2004. Ich bin jetzt bei der Verbraucherschutzseite. Sie sagen...
Abzocke bezeichnet heute landläufig das Ausnehmen von Benutzern elektronischer Medien wie Internet oder Handy durch Anbieter, die die Kostenpflicht verschleiern und auf Einhaltung ungültiger Verträge bestehen. Das ist Abzocke. Ja, das ist Kann dieser Mann habe. Sich einmal die Definition von Abzocke durchlesen? Ja, meine, das Übrigens, Wort kommt halt geil an der Stelle, ne? Also da steht dann immer irgendwie halt monatlich oder so, oder dass das regelmäßig wird. Das ist dann nur einmal. Also ruhig da mal ordentlich reinklotzen, ne? Vielleicht irgendwie mal so ein Huni, gibt uns halt einmal ein Huni, das ist dann nicht fortlaufend. Das wäre Abzocke, weil ich gerade gemacht habe. Ja. Er hat nicht die Möglichkeit, eine Frage kostenlos zu stellen. Ja, ich muss aber auch... Also das ist sozusagen eigentlich noch schlimmer als die normalen. Er hat er hat nur nicht die Gewissheit, dass es vorgelesen wird. Aber natürlich hat er die Möglichkeit. Aber was sollen wir denn machen? Wir können nicht alles, was im Chat steht, vorlesen. Ja, so sieht's aus, Alex. Geld zu opfern. Er hat nicht die Möglichkeit, eine Frage kostenlos zu stellen. Ja, ich muss aber auch... Also das ist sozusagen eigentlich noch schlimmer als die normalen Spendenpatrioten, die tatsächlich die dummen Leute abzocken, weil hier wird der Patriot ausgenommen zwangsweise, sonst kann er keine Frage stellen. Alter. Also was ist denn sein Ziel? Also... Wird derjenige patriotischer, wenn er kein Geld bezahlt für die Frage? Oder was will der denn? Wird Deutschland patriotischer, wenn es quasi keinen Weg gibt, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten und so seine gesamte Zeit und Energie da reinzustecken? Wie gesagt, nein. Dann haben wir 30-mal sein Format. 30-mal sein Format bringt die AfD nicht auf 20%. Also das Problem ist halt wirklich, wenn ihr die Honigwabe vergleicht mit irgendeinem News-Funkformat. Ja, da müsste mir der Alex sagen, diese Leute werden halt dafür bezahlt, die müssen sich nicht um Spenden kümmern oder sowas. Was unterscheidet uns von denen? Also abgesehen davon, dass sie irgendwie drei Redakteure zu sitzen haben. Evas Podcast. Ist Evas Podcast professioneller als wir? Ich glaube kaum. Ich glaube, da wird wesentlich weniger Vorbereitung reingehen und auch technisch sind wir wahrscheinlich auf einem ähnlichen Stand. Ja, und seid euch mal sicher, dass diese krassen Hochkaräter, die der regelmäßig in der Sendung hat, die sucht da Eva nicht selber raus und schickt da pro Woche irgendwie 340 E-Mails. Das machen schön andere Leute, die ebenfalls dafür bezahlt werden, dass sie diesen Scheiß machen. Ja, ja, die machen das so alle selber. So kriegt man, wäre es nicht gut, wenn wir, keine Ahnung, fähige Leute hätten, von mir aus im Fall von Eva dann vielleicht auch irgendwie ansehnliche Leute, die dafür sorgen, dass Leute ihre Meinung ändern könnten, dass sie es konsumieren, sich konfrontieren, vielleicht sogar mit Meinungen, die sie vorher nicht hatten und dann vielleicht in unser Lager rüberkommen? Oder sollen wir einfach verbittert rumhängen auf irgendwelchen kleinen Streams, die wirken wie vor 10 Jahren, weil niemand die Zeit hat, weil alle arbeiten gehen müssen, überhaupt so richtig Energie da reinzustecken und für immer auf der Stelle treten? Live-Chat gerade, Ron Horror, Eva von D3000, ja, genau die Eva. Die Eva, die in einem mittlerweile anderthalb Jahre altem Video, welches da 6-7 Minuten geht, ich glaube 12 Namen von irgendwelchen Mitwirkenden in der Videobeschreibung zu stehen hat. 12 Namen stehen dafür ein 6- oder 7-Minuten Video in der Videobeschreibung. Ja, die Arschlöcher werden alle irgendwie bezahlt. So eine Scheiße radikalisiert. Ich würde gerne mal was sagen. Kennt jemand von euch in dubio Burkhard Müller-Ulrich? Ja. Ja. Genau. Ja. Ich habe hier kürzlich, gestern war das, glaube ich, sie machen jetzt einen 24-Stunden-Radiosender. Also nicht der... Da müssen wir jetzt kurz durch, weil ich nicht weiß, inwiefern ich da jetzt noch spulen kann. Ich glaube, die Sache geht nur so 3-4 Minuten oder so. Und ich glaube, Alex haut nochmal richtig auf die Kacke etwas später. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wir hören jetzt einfach mal weiter rein. Eine Frage an Alex zwischendurch nochmal. Ist, sagen wir, ein Martin Sellner, ne, der quasi seine gesamte Freizeit damit verbringen kann, sich irgendwie gegen absurde Prozesse gegen sich zu wehren, der jetzt nicht gerade lebt wie, keine Ahnung, ein König in Paris und so weiter und so fort, ne, der von der Elektronikernte spricht, wenn im Herbst dann immer bei ihm eingeritten wird und sie ihm alle seine Geräte wieder wegnehmen, die er nie wiedersehen wird und so weiter und so fort, weil er Geld nimmt dafür, dass er wortwörtlich sein gesamtes Leben dem widmet, ist der auch einfach ein Patriot, einfach jemand, der Kohle daraus saugt? Ja, gute Frage. Henrik Broder, sondern die trennen sich sozusagen, also der macht eine eigene Webseite, der Burkhard Müller-Ulrich, weil es da wohl auch Meinungsverschiedenheiten gab, ne, über Ukraine und so weiter. Jedenfalls möchte ich sagen, er ruft auf,
wer also sich beteiligen will, finanziell, der kann, also ich meine, es ist auch ein Job, ja, und ich meine, es ist eine gute Sache, es dient der Aufklärung. Also ich finde den Carsten Jahn hier überhaupt nicht schlecht, dass der einfach, ich meine, das ist ja jedem seine eigene Entscheidung, ob er da was ausgeben kann oder will. Also ich finde es auf jeden Fall mal eine Bereicherung vom Meinungsspektrum, ne? Ich gebe da auch nichts auf. Ja, aber das Problem ist, dass diese Patrioten also, es ja in erster Linie wegen dem Geld machen. Es sind ja, ja viele Patrioten gut, ja. da, die wollen dann damit sich ihr Leben Paywalls. Finanzieren. Was? Dann hätten wir Paywalls vor unserem Scheiß. Das kann man heute ja auf YouTube auch super machen. Dann würden wir mit den Leuten, die uns gucken wollen, ne, mit dieser Anzahl und dann natürlich der kleineren Anzahl, die dann bereit wäre, dafür Geld zu geben, würden wir das wahrscheinlich zehnfache oder so davon machen. Aber das werden wir nie machen, weil eine Paywall bedeutet, dass du niemand neuen mehr erreichen kannst. Zumal, woher weiß eigentlich, dass wir das nur wegen der Kohle machen? Und dann bleibt das ja immer noch dabei, dass die Gegenseite die Kohle halt einfach bekommt von meinen Gebührengeldern, die ich zum Beispiel abdrücke. Also, wir müssen das alle aus Idealismus machen, während man in die Öffentlich-Rechtlichen 8 Milliarden im Jahr pumpt. Weiter geht's, ja? Die machen das gar nicht mehr so direkt aus Überzeugung, die Menschen vielleicht irgendeine Plattform zu bieten oder aufzuklären. Und deshalb ist mir dieses die Honigwabe besonders negativ aufgefallen, weil dort das quasi... Ist sogar, ich dachte gerade, vielleicht redet er jetzt irgendwie über sonstige Spendenpatrioten. Nein, nein, es ist ganz besonders negativ sogar in den Zusammenhang aufgefallen. Lass uns mal Thema bleiben. Jetzt nicht hier diese halbgaren, nee, nee, ich meine die richtigen Abzocker, die Honigwaben. Ja. Leute abgezockt werden, nur um eine Frage zu stellen. Und das ist immer sehr angenehm, dieses Geräusch dabei. Ja, das wäre, glaube ich... Der Mike hat auch vom Telefon. Sorry, ich habe hier immer so ein Delay, ne? Nicht wundern. Wenn ich irgendwie hier Play mache, ich drücke Play und dann passiert erstmal nichts. Was wolltest du sagen, Stimmung? Spendengeldern wäre das nicht passiert. Telefon gedrückt. Und das ist natürlich absolute Abzocke, so wie wir das aus den schlimmsten Zeiten vom digitalen Chronisten kennen. Und auch dieses freiwillige Spenden, das ist immer das Argument von diesen Spendenbettlern. Ja, es ist ja freiwillig. Nein, es ist nicht freiwillig. Es ist gar nicht notwendig. Ja, dieses Im Endeffekt sind wir auch schon darauf eingegangen. Doch, dafür, dass ich 3 Tage die Woche darauf verwende, den Stream gut zu machen, ist das notwendig. Ansonsten kann ich diesen Zeitaufwand niemals rechtfertigen. Sonst kann ich nichts mehr essen. Na doch, du kannst ja von deinem Idealismus ernähren. Ich habe ja, das mein Gefühl, Idealismus und Luft. Dieser Mann versteht das Konzept von Spenden. Alter, wir sind schon wieder rausgeflogen gerade, ne? Um Gottes Willen. Ah, gut. Aber Kaspar, ja, es liegt nicht an dir. Ich kenne das. Ja, Twitch hat irgendwie seine Tage oder so. Ja. Naja, naja. Jetzt hast du 5 Videos on demand, für die du Spendengelder abzocken kannst. Ja, genau. Richtig geil, Alter. Also. Okay, Leute, wenn ihr uns wieder hört, dann spendet mal kurz 100 Euro, okay? Ja, bitte spendet 100 Euro, sonst machen wir nicht weiter. Vielleicht 1000, dann machen wir noch eine Stunde ungefähr. Das ist so was. Ihr seht übrigens auch, dass die Verbindung zu Twitch offensichtlich astrein ist, denn der Chat läuft. Der letzte Tropfen, glaube ich. Meinst du echt? Ich könnte es mir vorstellen. Wir haben das auch so ähnlich, wenn es bei uns rausfliegt. Wir sind ja jetzt wieder zu hören. Ich habe das Gefühl, für den gibt es keine Spenden. Also kann man dann irgendwas spenden? Also wenn es freiwillig ist. Bei Alex? Das ist das Argument. Oh, es ist doch freiwillig. Das ist das Argument. Also was? Ja. Für ihn ist jede Art... Er ist halt der, da hatte Schatti vor kurzem sogar ein gutes Video drüber, ne? Er ist halt der Hardcore-Purist, wo ab dem Punkt, wo du irgendeine Form von Vorteil, von nicht ideellem Vorteil bekommst durch deine politische Arbeit, du halt ein gekaufter Sohn bist, ne? Ja gut, dann kann er gerne sein Zeug genauso weitermachen. Ich arbeite dann weiter an der Rettung Deutschlands. Ist in Ordnung. Amen. Spendenbettler sollen einfach. Natürlich. Die sollen einfach arbeiten gehen, dann können sie ja trotzdem sich noch politisch aktiv Alex, beschäftigen. Die müssen dazu nicht die Hand aufhalten. Ja, genau. Also nochmal, können wir alles machen? Wir gehen arbeiten und müssen dann ja nicht aufhalten. Alleine mein Arbeitspensum, wenn ich hier noch die Twitch-Streams hinzuzähle, die nicht jeden Donnerstag, aber nehme wie mal an, es wäre jeder, also eine Woche, machen wir das anders, eine Woche, wo ich beides habe, da sind dann mal eben 17 Stunden weg. Das ist ein halber Vollzeitjob, den ich obendrauf mache zu meinem Vollzeitjob, wenn ich an einem Donnerstag live gehe und am Sonntag, was ich ja immer mache, die Honigwabe mache. So, liebe Leute, willkommen zur 167. Folge der Honigwabe. Heute sprechen wir über die Geschichte, da die Merkel gesagt hat, was hat die, egal, ich gucke nachher nochmal. Ich habe bis gerade eben noch gepennt, ich weiß gar nicht, wo du gerade bist. Merkel hat irgendwas gesagt. Mir geht's doch heute nicht so gut. Wir müssen
uns irgendwie ein bisschen ranhalten. Ja, wollt heute ihr eine das? Stunde. Ja, ich bin gerade einfach in den Chat reingekommen. Kann ich auch mitmachen bei der Sendung so? Ich, also eigentlich AfD. Nicht, aber... Okay, okay, gut, komm. Spielt eigentlich jemand Killing Floor? Aber guck mal, also ich habe das Gefühl, was ist das denn für ein Mann? Der geht runter zur U-Bahn-Station, sieht da einen Gitarrenspieler und was macht er? Tritt er dem erstmal hardcore in die Eier und schreit ihn dann an, du erpresst mich hier! Du erpresst mich hier! Legst du deinen Hut hin und machst hier einen auf, oh, ist ja alles freiwillig. Ja, der kann ja auch arbeiten gehen. Wirf ihm das so ins Gesicht, Alter. Fress dein eigenes Geld, du Grifter, geh arbeiten. Steck die Gitarre so kaputt, Kurt Cobain-Style. Alter, was macht, also, naja. Alles klar, weiter geht's. Naja. Du musst die auch finanziell überhaupt nicht unterstützen. Ich weiß nicht, natürlich müsst ihr das nicht. Das ist richtig, müsst ihr nicht. Muss keiner. Muss absolut keiner. Doch, ist doch Zwang. Wie, ihr müsst die nicht unterstützen. Ich dachte, er widerspricht sich selbst, ne? Ja. Schwabe mal angeguckt. Ja, und es war ekelhaft, war das mit diesen Spendenaufrufen. Ich habe eine Sendung habe ich mir angeschaut. Genau, jetzt geht's los. Er hat sich eine Sendung hat er sich mal angeschaut. Jetzt kommt die Expertise. Ich habe das übrigens nicht mal mehr Probe gehört, bevor wir live gegangen sind. Ich habe das halt vor Monaten, die Aufnahme ist hier aus dem April, gehört. Und ich weiß nur, dass ich glaube, was jetzt kommt, ist echt geil. Sendung. Lass mich mal ausreden, bitte. Okay. Ja. Ja. Eine Sendung habe ich angehört, da sind, glaube ich, $1,200 reingekommen und am Ende wurden, glaube ich, 5 Fragen vorgelesen. Das ist für mich Abzocke und Betrug. Ja. Alter, was? Die haben alle 350 Euro gespendet. Oder wie viel? 1,200 würde hinkommen, ne? Die haben alle 400 Euro gespendet. Ja, und dann haben wir die vorgelesen, aber wahrscheinlich nur halbherzig, ne? Also gut. Alter. Da ist ein echter Konnoisseur, also der weiß, wovon er redet. Ja? Pepe Frosch 89 schreibt für $400 nur, sollen wir dir, ja gut. Schau mal, ich muss auch langsam in die Kiste, mach mal nicht. Ja, gut, komm, mach mal direkt in die Kiste. Nächsten Sonntag oder so. Ne? Ganz genau, weiter geht's, ja? Ah, niemals. Doch, war so. Ja. Niemals. Doch, war so. Niemals. Ja, Alex, ohne Scheiß, jetzt mal ohne Mist, diese Superchats, die die vorlesen, Diese Vorlesungen, die dauern meistens sogar länger als die Hauptsendung. Hm. Ja, ja. Und also, was sagst du? So ist es. Ja. Ist egal. Um Fragen zu stellen, muss man kein Geld verlangen. Da gehen wir in die Burg zurück. Ja, da gehen wir in die Burg. Geht's dir gut? In deiner kleinen Abzockeburg? Na, bist du einmal kurz in den Vorhof? Die lesen doch nur 4 Fragen vor. Was ist ja mal daran aufgehalten? Also, wäre die Honigfarbe besser, wenn es das Segment Fragen stellen einfach gar nicht gäbe? Ich bin nicht der Typ, der Leute verklagt und bei einem Rechten würde ich generell gar nicht daran denken, aber ich glaube, das ist im Bereich, der langsam justiziabel ist. Er spricht von Betrug. Im Grunde genommen schon, ja. Also normal, das ist hier heute Friendly Fire. Ich glaube, dass Alex eigentlich echt okay ist und ich empfehle euch auch alle bei Radio Deutschland erstmal reinzuhören. Ich habe ihm ja auch wirklich, also über Monate die Möglichkeit eingeräumt, das mit mir persönlich zu klären. Und zwar jetzt nicht offline, weil das interessiert niemanden. Mich interessiert das nicht, was Alex über mich denkt. Ne, sondern halt in einem Gespräch in irgendeiner Form. Ne, und dann kam da einfach nie wieder was zurück. Na gut, dann müssen wir es jetzt halt so behandeln. Wie gesagt, das ist jetzt hier, ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich fühle mich auch nicht angegriffen oder so. Es ist ja so ein Quatsch, den er da erzählt, dass, also ich nehme das ja nicht ernst. Ne? Von daher, schaut da mal gerne rein, aber das ist halt blöd. Irgendwie macht es einen trotzdem sauer, weil wenn du so Anschuldigungen bekommst, die komplett absurd sind, aber wirklich halt so ein bisschen ehrrührig, ne, dann werde ich halt sauer. Ich weiß auch nicht, auch wenn das nicht wirklich in einer großen Plattform kommt, es macht mich sauer. Aber ich werde diesen Stream nachher beenden und das wird nicht wirklich an mich in den Schlaf fallen. Also ihm sollte klar sein, das ist jetzt... Ich spreche nicht in eurem Namen und ich sage auch nicht, dass ich das machen würde, wenn jemand an meiner Sendung so eine Kritik üben würde. Aber ich kann ihm Brief und Siegel darauf geben, wenn er so eine Kritik mit so vielen Lügen, mit Abzocke und Betrugsvorwürfen, wenn er die gegenüber einem Böhmermann äußern würde, dann wäre relativ klar, dass Böhmermann, der wird mit voller Härte und seinen Anwälten da bei dir erstmal eine schöne Abmahnung schreiben. Also, irgendwas in dieser Art wird kommen.
Also am Sonntag machen wir dann den Spendenmarathon. Wird eine besonders kurze Folge, halbe Stunde nur. Aber ich verlasse mich einfach mal drauf, dass wir die 7000 Euro vollkriegen, die wir brauchen für unseren Anwalt. Das wird ein langer Prozess wahrscheinlich. Erste Instanz, zweite Instanz. Und dann nehmen wir das alles weg. Inklusive so einer kleinen Männchen, die auf roten und blauen Schuhen sitzen. Sein scheiß Mikrofon. Ich will sein scheiß Mikrofon haben, Alter. Ja, ja. Mal ein neues Mikrofon hier. Spende. Ich habe ja gerade im Live-Chat übrigens gelesen, dass der bei BB Radio schon so verlogen gewesen sein soll. Und BB Radio ist für ein paar Mal erwähnt worden. Ich kenne BB Radio nicht. Falls mich da irgendwie mal aufklären kann, was das überhaupt ist. Also der Alex scheint nicht aus dem Nichts zu kommen und dann mit Radio Deutschland 1 angefangen zu haben, sondern er hat anscheinend schon zu Funk was gemacht. Ich habe dazu nichts finden können, habe aber nicht großartig gesucht. Okay, wir machen weiter, weil demnächst muss ich uns wirklich mal in die Kiste, weil morgen, ne, ihr wisst das, ist erneut ein Arbeitstag für mich. Ich mach mal weiter. Du kannst ja Fragen stellen an die kannst du denen per E-Mail schicken oder sonst wie, auch in den Chats. Die werden darauf eingehen, nur wenn du möchtest, dass das vorgeht. Okay, also wir gehen nicht auf alle Fragen ein, nicht im Ansatz, aber ich werde zum Beispiel auf Discord extrem häufig angeschrieben und häufig... Ich lese die Kommentare in der Regel. Ja, ich auch. Auf Kommentare reagiere ich. Also zumindest, also Beispiel. Unter dem letzten Upload hat jemand gefragt, wo ist denn der Link zu Martins Video? Dann hat er für mich den Link zu Martins Video erhalten. Ne, das, was wir zum Anfang uns reingezogen haben, weil ich das in der Honigfarbe kurz angesprochen hatte. In der Regel, wenn da Nachfragen sind, im Sinne von, und das hatte ich auch schon, ne, du hattest zu meinem Video gesagt, sowieso, weißt du nur, welches Video es war, dann schicke ich dir nicht nur das Video, sondern das Video direkt mit Timestamp, zumindest ungefähr. Also guck mal da ab, weiß ich nicht, 2 Stunden 18 oder so. Ich weiß noch, ich hatte mal so eine Frage, da ging es um das Thema, als ich hier Hans-Werner Sinn behandelt hatte. Da hat er ein Timestamp dazu. Also ich beantworte, aber natürlich nicht während einer Live-Sendung. Wenn ich in einer Live-Sendung damit anfange, jede Frage zu beantworten, einfach so, dann sitze ich da bis, also ich nehme an, um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, so in dem Dreh, geht dann auch dem Letzten die Puste aus. Aber bis dahin würde ich dann da sitzen und Fragen beantworten. Das ist halt einfach völlig bescheuert. So, weiter geht's, Freunde, ja? ...gelesen wird und von denen da in der Sendung geantwortet wird, dann musst du halt zahlen. Genau, und das ist unverschämt. Ist ja. Das. Ja, aber jetzt pass auf, du hast dir eine Sendung angeguckt. Ja, schon mehrere, wo gespendet worden ist, aber die hatte ich eben komplett beobachtet, ja, okay, und auch mitgezählt, was an Geld. Lass mich doch mal auch mal aus. Es gab nur eine Folge bisher, in der irgendwas gespendet wurde. Er sagt gerade, ich habe schon mehrere gesehen, wo gespendet wurde. Was ich sagen, belegen müsste. Ausreden, also ja, was soll denn das Gequatsche jetzt? Und da habe ich mitgezählt, wie viel Geld reingekommen ist, und da kam diese Summe raus, und am Schluss wurden nur, glaube ich, 5, 6 Fragen vorgelesen, das war's dann. Aber ja, das, Alter. Ich verstehe das nicht. Ich glaube ihm tatsächlich, dass er sich dann gesetzt hat und der Meinung war, mitzuzählen. Das wird höchstwahrscheinlich eine Folge mit einem Gast gewesen sein. Also, das heißt dann übrigens, dass so eine Summe wird dann wiederum durch 3 geteilt, aber es ist durchaus möglich. Dabei zu bleiben, dass wir dann nur 5 Fragen beantwortet hätten. Nochmal, in aller Regel, insbesondere wenn ein Gast da ist, dann dauert der Part mit den Superchats länger als die eigentliche Honigwabe. Also das eigentliche Programm. Und das kannst du nicht mitbekommen haben, dass wieder mehr als 5 Fragen vorgelesen haben. Wir reden über 3, 4 Stunden, die wir das da machen. Wahrscheinlich hat er sich einfach nur einen offiziellen Teil irgendwie auf YouTube oder so angeguckt. Ne? Und da irgendwie dann. Das könnte sein. Das könnte sein. Vielleicht kommt er so darauf. Jetzt habe ich es, glaube ich. Bei so einem dicken Ding gehen wir. Nein, dann kommst du nicht durch die Summe. Dann kommst du nicht durch die Summe. Du kommst während, selbst mit einem Gast. Er sieht ja während der Folge reinkommen. Ja, aber du kommst während einer Folge ohne den Superchats-Part, kommst du selbst mit Gast nie im Leben auf 1200 Dollar. Nie im Leben. Vielleicht hat er etwas hochgestapelt. Das kann sein, dass er da 400 gezählt hat und sagt, er waren 1200. Vor allem auch diese Wut, die wir hier sehen, ne? Da muss ich jetzt daran denken, wie er da saß und dieses Geld irgendwie gezählt hat, ein bisschen was draufgepackt hat. Ja, Mann. Ich halt dachte, irgendwie, diese Leute, die machen das, was ich mache, in 30.000 Mal besser, und die werden dafür bezahlt, und zwar gar nicht so schlecht. Und sich dann dachte, diese dummen Wichser, ne? Ja. Denen muss ich irgendwie einen reinlegen. Unverschämt, eine absolute Frechheit. Aber gespendet wurde 100-fach. Ja, niemals, nur 6 Fragen vorgelegt. Doch, war aber so, ich war ja selber Zeuge dabei. Nein, ich bin auch. Sag doch mal, welche Folge. Niemals 6 Fragen. Ja. Okay. Niemals. Also ich kann es jedenfalls bezeugen. Auf, ich möchte jetzt trotzdem auf ganz gefährliche Fahrwasser hinaus. Du hast dir mal eine Sendung angeguckt, komplett von Anfang bis zum Ende.
Ich weiß nicht, ob das ist. Also ich möchte jetzt auch für diese Spendenabzocker hier keine Werbung. Nein. Okay, jetzt wollen wir mal genauer nachfragen. Wie kommst du denn darauf? Ja? Na, jetzt wollen wir mal für die Spendenabzocker keine Werbung machen. Also zumal ich will Alex nicht zu nahe treten. Du brauchst für uns mit so durchschnittlich 2800, 2900 Zuschauern, brauchst du keine Werbung machen, Alex. Also wenn, dann funktioniert das umgekehrt. Ich nehme an, als ich vor 15 gesagt habe, übrigens schaut da mal vorbei, ich glaube, dass der eigentlich ganz okay ist. Ich nehme an, habe ich die beste Werbung deines Lebens für dich gemacht. Ich sag's jetzt einfach mal. Ich bin vor ungefähr 2 Jahren angeschrieben worden. Vielleicht sogar vor 2,5. Von Radio Deutschland 1. Mit der Frage, ob ich, damals gab es glaube ich nur Idiotenwatch, das war glaube ich vor der Honigfarbe, ob ich dort nicht Werbung schalten könnte für Radio Deutschland 1. Jetzt ist es raus. Ah ja. Ich habe übrigens damals abgelehnt, also das hat verschiedenste Gründe. Vor allem... Bitte? Weil der in Bezahlung nicht gut genug war, du Grifter. Nee, so weit sind wir gar nicht gekommen, zu klären, um wie viel Geld es da geht. Mein Problem war vor allem, ich wollte so neutral wie möglich bleiben und es gab ja zwischendurch auch schon andere Angebote in irgendeiner Form, Werbung zu machen. Was bei Getter habe ich jetzt gar kein Problem. Ob ich das für sinnvoll halte und der Meinung bin, dass Getter hier durchstarten wird, weil wir Werbung machen, das ist mir egal. Das ist ein Multimillionen-Dollar-Konzern. Wenn die der Meinung sind, uns zu unterstützen und der Meinung sind, die Werbung ist bei uns gut platziert, wunderbar, mache ich das gerne. Aber bei kleineren Kanälen oder bei kleineren, zuletzt sind Apps bei mir beworben worden. Da fällt mir gerade ein, bin ich gar nicht mehr drauf zurückgekommen auf denjenigen. Das tut mir sehr leid, falls du gerade zuhören solltest. Ne? Da habe ich immer das Gefühl, es könnte sein, dass du uns jetzt hier 300 Euro bietest, und du kriegst da 2 Nutzer dazu. Und das fühlt sich einfach nicht richtig an. Und bei Radio Deutschland 1 damals war es vor allem die Sache, dass ich mir dachte, nee, ich will das hier so neutral wie möglich halten. Wie gesagt, Idiotenwatch-Videos, darum ging es. Ne? Und habe abgelehnt, bevor überhaupt die Frage meinerseits aufkam, von wie viel Geld reden wir denn hier? Hat mich überhaupt nicht interessiert. Also, ich glaube, ein Grifter, der würde da ein bisschen anders vorgehen. Wie gesagt, jetzt ist es raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das hätte öffentlich machen dürfen. Jetzt ist es soweit. Also wegen Verleumdung kannst du mich nicht ranbekommen, weil E-Mails habe ich nach wie vor, lieber Alex. Wobei ich jetzt wiederum nicht weiß, ob es möglicherweise Radio Deutschland 1 schon vor Alex gab. Das weiß ich nicht. Aber diese E-Mails gibt es und ich habe sie nach wie vor. Alles klar. Weiter geht's. Dann hoffe ich mal, dass der Spendenmarathon am Sonntag gut läuft, weil jetzt müssen wir die verklagen. Wir brauchen irgendwie das Geld jetzt für die andere Klage. Ja. Jetzt will ich die Kohle haben für die Werbung, ja, die ich damals nicht gemacht habe. Jetzt habe ich sie ja gemacht, also Zahltag. Ich möchte auch keine Werbung. Geld verlangt, wer die Menschen abzockt, nur, damit sie Fragen stellen können. Ja, einfach, wer Geld verlangt, wer Superchats hat, also abzockt, wer monetäre Anreize hat, also Betrug, ist halt dieses Vermengen, ne? Er macht immer erst das, wie es ist. Ne? Und dann irgendwie der Begriff, der überhaupt nicht dazu passt, den er da draufpacken will. Ja. Dass diese Jungs Content bieten. Das ist egal, die können den Content umsonst anbieten. Die müssen dafür kein Geld nehmen. Ja, also, ist halt so. Also wir geben mir doch die von uns Idealismus. Umsonst. Ja, also so wie Eva Schulz das macht. Ja, so das wie. Also ich könnte das nur bewerkstelligen mit Harzen. Ja. Der Form, ne? Und. Keine Ahnung, soll ich harzen? Dann wäre ich wahrscheinlich auch wieder ein Schmarotzer, oder nicht? Schubi 0815 macht ja gerade übrigens einen guten Punkt im Live-Chat. Der Content ist gratis, ja. Er ist tatsächlich gratis. Er ist nicht nur gratis, er geht sogar nochmal 2-3 Stunden länger, weil ein paar Leute halt der Meinung sind, gut, ich spende da. Aber die komplette Laufzeit ist gratis, für jeden. Ich habe noch nie irgendwas in einem Video gestellt. Nie. Wie viele kommen denn in Summe? Wie viele Leute spenden als Einzelpersonen in Summe überhaupt? Also von 3000 Leuten spenden locker nicht 1000 Leute Geld. Das sind vielleicht wie viele? 50? Ja, ja 50, 60. Ne? Also die meisten Leute fühlen sich nicht berufen und sollen das gucken. Und das ist doch auch schön. Ist doch in Ordnung. Für mich war das immer ein Teil des Sonntagabends. Das war für mich immer der Abschluss der Woche. Und ich glaube, die Leute sind da einfach dankbar für und wollen was zurückgeben. Ja, und ich meine, als kleinen Bonus, wenn wir dann noch auf irgendwas reagieren oder ihnen irgendwas Lustiges einsprechen oder was auch immer sie da wollen, ne? Wie gesagt, das ist doch eine super Sache. Also ich würde das von außen betrachten und mir denken, das ist ja schön. Also da haben sich Leute gefunden, die so eine freiwillige Beziehung eingegangen sind und das ermöglicht es diesen Leuten quasi, ihre gesamte Energie dem zu widmen, für die Sache zu kämpfen. Ne? Das würde ich mir denken. Also ja, offenbar nicht. Nee. Such dir Arbeit. Nein, aber sie müssten dafür kein Geld nehmen. Nein, siehste. Also, das kann man kostenlos machen. Wenn ich mir,
wenn ich mir die ganzen Nochmal, so wie Raik Anders es kostenlos macht, so wie die Space Frogs es kostenlos machen, so wie Eva Schulz es kostenlos macht, so wie Lanz das natürlich kostenlos macht, ja, die ernähren sich alle von Luft und Liebe. Nochmal 800.000 Euro im Jahr pro Funkformat. Wäre es nicht geil, wie gesagt, wenn die Honigwabe nicht existieren würde und dafür noch so ein Format ungefähr wie das, was wir gerade gucken, wäre damit nicht Deutschland geholfen? Ja, ganz sicher. Straftaten, die medial erfasst werden, in Deutschland von einer Woche zusammensuche, mühselig, und dann noch eine Statistik, eine kleine aufstelle. Ja, und das dazu kann man doch umsonst machen, und da muss man kein Geld kassieren dafür. Das ist, glaube ich, das dümmste Argument von allem. Ja, du kannst alles, du kannst auch den Malermeister fragen, ob er dir nicht umsonst deine Wohnung streicht. Das kann man auch umsonst machen, das geht. Alter. Der anatomisch ist der Mensch dazu in der Lage. Der macht sich kein Bild davon, wie aufwendig How I Met Your Mother ist, Alter. Das ist richtig aufwendig. Man kann das umsonst machen im Sinne von, das kann man doch neben der Arbeit machen. Gut, vielleicht noch How I Met Your Mother. Kann ich How I Met Your Mother und einen vollen Tag Recherche für die Sendung noch umsonst machen? Wahrscheinlich. Kann ich How I Met Your Mother, einen vollen Tag Recherche und die Clown World 3 noch umsonst machen? Ja, kann ich How I Met Your Mother und so weiter und so fort. Ne? Es summiert sich. Und die Ketzerkirche. Kann ich das alles umsonst machen? Nein. Dann habe ich nämlich keine Zeit mehr, irgendeiner anderen Arbeit nachzugehen. Das bedeutet im Endeffekt, wenn ich das in derselben Qualität fortsetzen wollte, dann müsste ich harzen. Ja. Professionell gemacht. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ja, unsere Sendungen sind auch professionell gemacht. Und da kann man auch mal sagen, fairerweise. Ja, eure Webseite auch. Ja, okay. Wenn ich da eine Frage stellen möchte, dann bezahle ich halt mal $10, damit die vorgelesen wird. Ja, nee, aber da bin ich ganz klar dagegen. Das ist für mich Abzocke. Halt Pause auch mal. Also professionell. Also meine Definition von professionell, zum Beispiel, wenn es um Musik geht. Man darf sich Profi nennen, zum Beispiel als Musiker, sobald man Geld damit verdient. Ja. Na, ja. Also professionell gemacht, er nimmt das jetzt als Qualitätssiegel, das stelle ich an der Stelle auch in Frage. Ich weiß, klingt jetzt, tut mir leid, Alex. aber natürlich, also sobald du Geld dafür bekommst, ist es eine professionelle Tätigkeit. Das ist deine Profession in diesem Moment. Ja? Zumindest bei Shlomo ja auf jeden Fall. Ganz genau. ARD und ZDF. Also wenn er das dafür professionell macht, verdient er auch Geld. Ja, ist schon klar. Also das war genommen, es war ein bisschen gerade ein Eigentor. Also wobei er sagte, ja, ich glaube, er besteht ja darauf, dass er das alles umsonst machen würde. Und das ist ja schön. Das ist ja total cool. Ich finde das richtig geil, Alex. Nochmal, ich bewerbe hiermit dein Format aktiv. Schaut da mal rein. Ja, übrigens, bbradio ist wohl radio.de/s/bigbrotherradio. Keine Ahnung, was das ist, aber der Alex kommt wohl vom Big Brother Radio. Und das soll er auch schon blödes Zeug erzählt haben. Sicherlich, ja, klar, guck da rein. Ist gut, dass es sein Format gibt, besser als wenn es das nicht gibt. Aber das ist halt schon ziemlich toxisches Verhalten hier, ne? Das ist auch nicht gut für die Szene. Halt dieses kratzbürstige. Das ist halt Friendly Fire, ne? Ja, so, was soll das halt, ne? Ja. Neid. Mal $10, damit die vorgelesen werden. Ja, nee, aber da bin ich ganz klar dagegen. Das ist für mich Abzocke. Was bietet mir denn ARD und ZDF dafür, dass ich... Was sagst du? Also, Zocke, das höre ich jetzt hier zum ersten Mal. Ist nicht so, als wenn er das quasi in den Kopf meißeln will von den Zuschauern. Das ist quasi sein einziges Argument, dieses Wort. Ja. Die Abzocke, meinst du da was? Ja, und die Betrug. Hass! Die Abzocke. Rassismus. Ja. Menschenverachtend. 17,95 Euro oder wie viel bezahlen soll. Also bei ARD und ZDF gab es noch keine Sendung, die ich gesehen habe, wo man anrufen muss und dann irgendwie Geld dafür bezahlen kann. Fuck, ist das fucking dumm, Alter. Das ist so fucking dumm, Alter. Also die muss doch spätestens jetzt auffallen, was er für eine Scheiße quatscht, Mann. Weil, Alex, die werden sowieso bezahlt. Diese Leute werden bezahlt und zwar fürstlich. Die werden fürstlich entlohnt für den Scheiß, den sie da machen. Für die immer gleichen blöden Fragen, die sie den immer gleichen bekackten Politikern stellen. Und du bekommst für dieses Geld nichts, also wortwörtlich nichts, dass du monatlich... Schlimmer. Ja, du bekommst Propaganda die gegen... Hin. Richtig. Gegen die eigene Ethnie und das eigene politische Lager. Stimmt, ich muss mir die gar nicht angucken. Ich muss noch nicht mal einen Fernseher haben oder ein Radio oder sonst irgendwas. Und muss trotzdem 17,95 Euro bezahlen. Ja. Und muss mich dann dafür als Nazi bezeichnen lassen, als Corona-Leugner. Also ich kann, wie gesagt, allen nur sagen, spendet nichts an diese
Ich finde das so gestört, Alter, das offensichtliche Argument. Ich meine, er wäre aus der Nummer ganz, ganz leicht rausgekommen. Nämlich mit, ja, ich bin auch gegen die Gebühren für die Öffentlich-Rechtlichen. Da wäre er ganz leicht rausgekommen. Aber bin ich ja auch gegen, aber wir sollten nicht genauso anfangen. Irgendwie sowas hätte er sagen müssen. Ja. Aber nee, er bleibt dabei und jetzt, ich glaube, jetzt steigern wir uns hier, jetzt kommt die Klimax. Irgendwas? Und muss trotzdem 17,95 Euro bezahlen. Ja. Und muss mich dann dafür als Nazi bezeichnen lassen, als Corona-Leugner? Also ich kann, wie gesagt, allen nur sagen, spendet nichts an diese Geldpatrioten. Das Geld ist weg. Das liegt überhaupt nicht in irgendeiner Form in den politischen Widerstand. Und bezahlt auch keinen Cent an diese Honigwabe, die da euch abzocken, damit ja also vielleicht eure Frage vielleicht vorgelesen wird, dass es reine Abzocke. Lasst es. Ganz ehrlich, sowas sollte nicht unterstützt die werden. Honigwabe. Es fließt nicht in den, was hat er gesagt, Widerstand? Also, was ist denn der mediale Widerstand? Wer sind denn die Stimmen, die in irgendeiner Form medial präsent sind? Also, wenn es auch halt nur YouTube sei oder so. Wo ist der Bellator News-Artikel über euch? Und was denkst du, warum es den nicht gibt? Ja, ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Ich glaube, er unterbewertet halt die Macht der Medien, die auch wir für uns instrumentalisieren mit der Arbeit. Tut er nicht. Ich glaube, er ist vom Neid zerfressen. Und wie gesagt, also ihr hört mich gerade zum ersten Mal dieses Argument machen, weil ich kann das normalerweise, in der Regel kommt das von der, ich denke mal, halt einfach deine Fresse, Alter. Es klingt halt arrogant, ne? Aber Neid ist halt das ehrlichste Kompliment. Das ehrlichste Kompliment, was er euch machen kann. Das ist halt auch so ein neudeutschen Ding, ne? Mit diesem quasi immer sagen, oh, das ist der Neid, das ist der Neid. Irgendwas Negatives wird über einen gesagt, oh, Neid. Ich will es nicht sagen, aber ab wann ist es Neid? Also für mich hört es sich so an, er ist immer bei Abzocke. Abzocke soll man nicht unterstützen, soll man nicht. Also wäre es besser für Deutschland, wenn die HW nicht da wäre oder was? Ja. Mir ist halt egal, was die Leute sagen. Also wenn die irgendwas sagen, wo er da nichts gegen zu sagen hat, dann sagt er nicht, oh ja, das ist ja interessant, da denke ich mal drüber nach. Und dann sagt er, also ich finde, das sind Abzocker und gebe denen kein Geld und so weiter. Also ein kleiner Sermon. Alter, ein Gespräch mit ihm wäre Gold, Alter. Zumindest so ein Kasper-Talk. So One versus One, ja, aber vergiss, Alter. Also das hat schon einen Grund, wieso der mir nicht mehr geantwortet hat. Auf wie gesagt, dreimalige Nachfrage dann hin. So, ey Alex, so langsam musst du mir irgendwie mal antworten oder so. Hallo Alex, kommt doch noch was? Und das im Abstand von Wochen. Da kam halt gar nichts. Also, ich glaube, ich kann mir Folgendes vorstellen. Der Mann ist geläutert. Der hat sich dann wirklich meine Honigwabe angeguckt und hat sich gedacht, oh, scheiße, Alter. Entschuldigung, ist doch in Ordnung. Das gehört ja eigentlich in den ARD, ins ARD zur besten Sendezeit. Eigentlich. Ich meine, wie gesagt, ich bin da auch nicht nachtragend, was sowas angeht. Dann soll er halt sagen, ja, da war ich auf dem falschen Dampfer. Sorry, Leute. Und dann ist alles gut. Und dann kann man halt freundlich nebeneinander her existieren. Ne? Richtig. Also nochmal, ich meine das ernst. Also wer Bock hat, wer findet, dass sich so ein Radioformat, wo dann Leute anrufen und dann kann man darüber quatschen, dass die Gaspreise teurer werden und so. Wer das interessant findet, schaut da rein. Ich glaube, ich nehme das dann lockerer als Stumme, vielleicht auch, weil das schon Monate her ist oder nee, auch damals war das so, Gott, was quatschen der für ein blödes Zeug, ne? Ich meine das wirklich ernst. Schaut da mal vorbei. Ja, also mir geht's am Arsch vorbei, aber die Kritik ist halt bescheuert. Ich habe auch nichts gegen die Sache, die er da macht an sich. Der soll halt nur nicht über mich labern, das ist mein Punkt. Ja. Die Honigwabe, die verteilen rote Pillen am laufenden Band. Was sind rote Pillen? Was sind rote Pillen, Alter? Sorry, wir müssen noch 10 Sekunden zurück. Ja, so, jetzt ist er gerade in meiner Gunst gesunken. Schlomo, hast du gerade dein Mikro rausgezogen? Widerstand oder was? Du bist der legitime Widerstand, der wirklich was bewegt und du weißt nicht, was rote Pillen sind. Du bist nicht mehr im Jargon der rechten Szene drin, Alter. Und zwar in dem rudimentärsten Jargon. Gibt es einen bekannteren, sagen wir mal, Rechtismus als die rote Pille? Ich glaube nicht. Rechte Druckwiesel. Ich verstehe es nicht, Mann. Ja, ich kann dem auch nichts hinzufügen. Ja. Was ist eine rote Pille? Okay, wir machen nochmal. Diesmal kommt doch der Sound hier zur passenden Stelle. Zahlt auch keinen Cent an diese Honigwabe, die da euch abzocken, damit dann also vielleicht eure Frage vielleicht vorgelesen wird. Das ist reine Abzocke. Lasst es. Ganz ehrlich, sowas sollte nicht unterstützt werden. Die Honigwabe, die verteilen rote Pillen am laufenden Band. Was denn? So, das ist gepasst. Bum, 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 bum. Nee, ihr wollt wahrscheinlich eigentlich braucht man den Cyberpunk dafür, ne? Na gut, beim nächsten Mal. Ich glaube, der Cyberpunk hat sich schon etabliert und die Leute wissen, was das jetzt bedeutet. Okay, wir machen weiter. Ja. Rote Pillen? Und ich kann auch ein Beispiel nennen. Und zwar hatten die irgendwann mal den Irfan Pezi in der Sendung. Und da hat der Irfan Pezi, ich weiß nicht, das ist der Islamistenjäger, der hat zum Beispiel... Ich glaube, die Zuschauer sind besser informiert als Alex, ne?
Ja, tausendmal besser. Vielleicht tun wir so Alex Unrecht, vielleicht ist Alex so ein 60-Jähriger, der einfach im Grunde gar nicht weiß, was eigentlich abgeht. Ja. Ich weiß es nicht, also ist jetzt nicht böse gemeint. Diese Ausraster bitte nicht zu ernst nehmen, ne? Jemand schrieb ja schon, dass Schlummonster ist gekommen. Also, ich will jetzt nicht wirklich außer mir, ich übertreibe das auch etwas wegen dem Unterhaltungswert, aber wie gesagt, ich bin kein nachtragender Mensch. Und ich muss in die Kiste, Freunde, ne? Ich würde Folgendes sagen. Damit wir es vollständig auf Band haben, lasse ich jetzt einfach die restlichen anderthalb, zwei Minuten laufen. Dann können wir uns dazu nochmal äußern oder auch nicht. Und dann muss ich hier noch die Beiträge vorlesen und dann muss ich langsam in die Kiste. Alles klar. Gut, dann einmal anderthalb, zwei Minuten oder so. In einer Sendung der Honigwabe hat er darauf hingewiesen, dass diese, jetzt komme ich auf diesen Namen nicht, es geht um diese Journalistin, um diese muslimische, die beim WDR arbeiten sollte. Lass ihn doch bitte ausreden. Ja, immer gefeuert bekommen. Gut, die beim WDR diese Sendung kriegen sollte. Ja, so, und da hat der Irfan Pezi zum Beispiel, der hat das rausbekommen, dass sie in Berlin bei diesen Palästinenser-Demos. Okay, jetzt muss ich wieder Lorbeeren an mich selbst verteilen. Auch das mache ich jetzt einfach mal publik, wird mir keiner übel nehmen. Wisst ihr, wie Irfan Pezi auf dieses Ding aufmerksam geworden ist? Keine Ahnung. Weil ich es ihm geschickt habe. Kaspar, ich sage es dir. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. Du hast es wahrscheinlich bekommen und hast es an Irfan weitergeleitet, weil es sein Fachgebiet ist. So ist es. Tatsächlich? Genau. Ja. Ah ja, das wusste ich gar nicht. Okay, ja gut. Dann ist das ja sogar noch mehr auf unserem Mist gewachsen. Also ja, welche öffentlich-rechtliche aufsteigende Journalistin, die so ziemlich das nächste große Gesicht von Quarks, der nächste Ranga Yogeshwar im Begriff war zu werden, habt ihr bisher abgesägt? Ich hätte die Liste gerne bis morgen auf dem Tisch. Also man muss dazu sagen, dass Irfan hat 99,9% der Arbeit gemacht, die es gekostet hat. Der hat ja wirklich dann auch das Videomaterial ausgegraben. Aber den Hinweis, dass da wohl was war, den hatte er von mir. Und das auch nicht, weil ich mir da irgendwas angeguckt habe, sondern ich glaube, entweder wurde ich muss angeschrieben worden sein. Ich glaube nicht, dass das Ganze ging auf jeden Fall zurück auf einen Tweet. Ich habe irgendwo einen Tweet gesehen. Das hast du mir nicht mal im Privaten gesagt. Das muss ja ein krasses Gefühl sein. Also der Scheißesturm, der dann folgte. Nee, gar nicht. Die Dokus, die alle, also ich meine, im Endeffekt, ohne dich wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Ja, aber ich hab das gar nicht so wahrgenommen. Also für mich war das ein Thema, das wäre mir auch zu viel Aufwand gewesen. Ich fand das einfach schön, dass Irfan das gefreut hat, dass er damit der Info was anfangen konnte. Mir war das scheißegal. Ist mir jetzt auch scheißegal. Also Kasper, du hast uns ja auch die LGBT-Studie da zugespielt. Die konnten wir als erstes über die Bühne bringen in der Ketzerkirche. Ja, ich höre öfter mal, wenn ich bei der Ketzerkirche reinhöre, sehe ich öfter mal, dass sie Themen behandelt. Und das ist jetzt keine große Leistung meinerseits. Aber dass sie Themen behandelt, die Ketzerkirche, die heute rauskam oder gestern. Eins von beiden. Und ich weiß nicht, ob Schlungo das deswegen mitbekommen hat, weil ich ihm das geschickt habe. Aber ich habe ihm das geschickt von NDS. Heißt das? Doch, von NDS. Nachdenkseiten? Genau. Wo habe ich das denn? Ich glaube, ich habe es, also man, hat es mir jemand auch geschickt oder habe ich es bei Politikversagen gelesen? Achso, weil ich habe es nämlich Stunde vor fünf Tagen oder so geschickt. Das ist so gelaufen, dass vor der Folge mir Clowny geschrieben hat, hey, kannst du bitte das machen? Und dann habe ich mir das angeguckt. Ich glaube aber, dann wird Kasper es schon vorher geschickt haben, weil ich habe es am Dienstag selbst gefunden, irgendwie mittags. Also das, moralisch war Kaspar trotzdem schneller. Ja gut, aber gut, dann hatte ich darauf einfach keinen Einfluss. Die große Schwulenstudie, die hatte ich von dir, dieses CSPI, ne? Center for Communication und so weiter, ne? Ich erinnere mich. Genau, die hatte ich in deinem Chat gefunden. Ja, gut, jetzt auch hier genug der Selbstbeweihräucherung. Jetzt gebe ich euch, wie versprochen, die letzten anderthalb Minuten oder so. Dass dieser antisemitische Sprüche geschrien hat und weiß der Geier was. Und also er hat das quasi. Aber sie hat keine Juden geschlagen. Da ist sie sicher. Nach wie vor. Sie aufgedeckt. Und letztendlich hat die Bild-Zeitung das aufgegriffen und hat diesen ganzen Fall nämlich ins Rollen gebracht. Aber das hat er ja auf seinem eigenen YouTube-Kanal vorher schon veröffentlicht gehabt. Und zwar umsonst. Ja. Und den kann man dort natürlich auch umsonst Fragen stellen. Da muss man eben nicht Was sagst du? Sorry, ich hätte vergessen, dass wir durchlaufen lassen wollten. Da habe ich mich gebremst. Was zeigen sie denn in Dokus da? Sie zeigen den Ausschnitt aus der Honigwabe. Wo wird der Bildreporter das gesehen haben? Vermutlich in der Honigwabe, ne? Insofern, ich glaube nicht, dass sie das direkt von dem Kanal hatten. Also, ich denke, wir waren da das Sprachrohr, was dem zu der notwendigen Bekanntheit verholfen hat und die Initialzündung gesetzt hat. Ja. So eine Honigwabe gehen und dann $20 dafür abdrücken.
Es war aber in der Sendung der Honigwabe, als das als ja, darum sage ich, nicht spenden, keinen Cent, die Leute sollen arbeiten gehen und wenn sie sich politisch engagieren sollen, dann könnte das auch so tun. Diese ganzen Kanäle, viele dieser Kanäle existieren nur, weil die Leute zu faul sind, arbeiten zu gehen und weil sie festgestellt haben, dass die Patrioten so blöd sind und denen das Geld hinterher schmeißen. Nein, mag ja sein. Bei den Jungs, ganz ehrlich. Ja, da hast du in großen Teilen recht, aber das ist jetzt nochmal zur Honigwabe. Ich kenne den Kanal auch seit 6 Jahren oder keine Ahnung, also wirklich. Wow, ihr seid ja schon lange am Start. 6 Jahren? Na, aber gut, sei es drum, ich will jetzt hier nicht dazwischen quatschen. Die Honigwabe gibt es seit 133 Folgen wöchentlich, also 2,5 Jahre. Ja, und wir haben jetzt hier die Sendung. Aber Schlomo Finkelstein. Also, wir haben jetzt hier wir haben heute zum Beispiel die 282. Folge und wir haben noch gar keine Spenden genommen. Ja, ist okay. Das ist ja schön. Und, du musst auch nicht was bezahlen, wenn du hier anrufen willst. Deine Sendung wird finanziert von Spendengebern aus dem Urheberrecht. Habt ihr abgesägt bekommen? Nochmal, welche Erfolge könnt ihr vorweisen? Wir haben Nemi. Die haben wir über den Kamin hängen. Ja. Was habt ihr? Dein schöner Zwölfender mit dem Konterfei Nemis. Du hast gar nichts, Alex. Das hast du. Nein. Das wird nicht von Spendengebern aus. Es ist falsch. Es sind keine Spenden, sondern die Betreiber dieses Kanals finanzieren es selber. Und das können alle anderen YouTuber auch selber finanzieren. Ja. Sorry, wer finanziert was selber? Achso, ich verstehe. Also das Equipment und so weiter. Ja, aber die Zeit, sollen wir harzen? Nicht jeder macht eine Show, wo es reicht, sich hinzusetzen und einfach straight zu labern. Einfach ohne irgendeine Vorbereitung. Wir brauchen Tage dafür. Die Zeit muss irgendwie vergütet werden, sonst können wir das nicht machen, außer wir harzen. Ja, feiner Bubi schreibt gerade, bitte kein Beef, falls er antwortet. Ey, also, ich nehme das alles nicht ernst. Nochmal, mein Aufruf war ernst gemeint. Wer das interessant findet, jetzt nicht diesen Part hier, aber generell, ne, wie gesagt, die letzte Folge war, haben sich über die Gaspresse ausgekotzt. Dann ruft einer und sagt so, ja, verteuert worden die Scheiße, ja. Und dann sagt Alex so, ja, flieg, Gasindustrie, Grifter. Ja. Die sollen mal das Gas umsonst liefern, wen die Umwelt, ja. Wen die Umwelt, die ganze Scheiße, ja. So, wer das cool findet, dann bitte. Wie soll man arbeiten gehen, um bitte das Gas für mich zu finanzieren hier? Das soll die beste Sendung ihrer Art sein. Ja? Man sagt, dass Erwin dort inspiriert wurde, seine Ruf bei Erwin an Sendung zu machen. Ne, also das ist ein Erfolgsmodell, was er kopiert hat von diesem Alex. Ne, wie gesagt, ich meine das vollkommen ernst. Schaut euch den Quatsch an. Und ich glaube, das ist sonst noch ganz okay. Kein böses Blut hier. Okay, ist auch okay, dass es eine Call-In-Show gibt. Ich meine, warum nicht? Dann kann man da anrufen, ein bisschen plaudern. Manche können sich dabei ein bisschen entspannen. Wie gesagt, ich habe ja nichts gegen die Show an sich. Mhm. Aber diese Show wird nicht die AfD bei der nächsten Wahl um ein paar Prozent steigern. Ne? Diese Show wird nicht großartig Leute umdrehen. Das wird diese Show nicht machen. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, was den Zusammenhalt da in diesem Lager angeht. Also jetzt in Bezug auf ihn. Das finde ich dann traurig. Also soll es doch seine Sendung geben. Ich glaube auch, er spricht ein Klientel an, so 40 plus, sage ich jetzt mal. Da rufen ja Leute mit dem Telefon an. Das ist ja jetzt kein Discord-Call, denke ich jetzt. Die haben noch ein Telefon zu Hause, Alter. Wer hat sowas schon? Wählscheibe. Ja, so mit so diesem Sprachrohr und das andere hältst du dir so ans Ohr. Ja, genau, weißt du, genau. Musst du so kurbeln vorher. Nee, aber guck mal, es braucht verschiedene Werkzeuge. Ne? Und gemeinsam sind wir doch stark in der Sache. Und ich glaube, also die Leute merken auch, dass man eine gewisse Demut an den Tag legt, wenn man Spenden hat. Wir sagen nach jeder Spende Danke, zumindest in der Ketzerkirche. Ich denke ja auch in der Honigfarbe. Also das ist ja nicht so ein, ja komm her, also 10 Euro also hättest du auch mal ein bisschen was drauflegen können. Ne? Was soll das denn hier? In der Regel also hier meinen Mund für dich aufmache. In der Regel sage ich irgendwas von undankbar, murmel ich vor mich hin und was denkt ihr denn, wovon ich leben soll und so weiter und dann sage ich halt, hey, wie wär's denn mit diesem und diesem Betrag? Das wäre doch mal, da könnte ich mir auch was von kaufen, ihr dummen Ja. So, wir versuchen es jetzt ein drittes Mal. Jace hat es gerade angemerkt, würdet ihr nicht durchlaufen lassen? Wir lassen jetzt durchlaufen, Alter. Ich halte so hart, es tut mir leid. Und wenn sie das Geld nicht auf dem Konto haben, dann sollen sie arbeiten gehen. Sie sollen den anderen Menschen. Für die Meinungsfreiheit. Genau. Die sollen die anderen Menschen nicht das Geld dafür, dass sie ihre Meinung äußern können oder Fragen stellen können, aus der Tasche ziehen.
Das ist ein Drahtseilakt in meinen Augen. Und zwar viele von den Leuten, die da wirklich ihr Gesicht und so weiter in die Kamera halten, bei Schlomo Finkelstein, der wird ja auch schon von der Antifa geoutet und so, der wird wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, einen normalen Job zu kriegen. Ja, die standen schon bei seinen Eltern im Garten. Ja, und da sind auf jeden Fall Leute im Game, so bitte, pass auf, wir machen das jetzt so. Ich glaube, das geht doch noch 5 Minuten oder so. Wer was sagen will, bitte einen Satz und dann geht's weiter. Will jemand was sagen? Nein. Nee. Okay. Ich sag mal so, er ist kein schlechter Musiker und hat... Er ist ein gescheiterter Grunge-Musiker. Das war ein Satz. Würden manche behaupten, ja. Ein Satz in dem Belltown-News-Artikel über unser Format, wo ich den über euch leider vermisse. Ich frage mich, warum. Die scheinen irgendwie uns als eine Bedrohung zu sehen und euch nicht. Weitestgehend. Genau, sie bieten Content, sie bringen immer Musik. Ja, aber man muss im politischen Content nicht hergehen und sagen, ich mach Pay-TV. Sondern die Leute gehen ja... Machen wir ja nicht. Die sagen ja alle, sie gehen rein in die sagen ja alle, sie wollen... Bitte? Das wäre Paywall. Ne? Ich bin gegen jede Art von Paywall. Paywalls sind etwas, wo man drüber reden kann, ob das vielleicht darauf hindeutet, dass die Leute wirklich vor allem am Geld interessiert sind, weniger an der ideellen Sache. Deswegen bin ich gegen Paywalls. Weil mit einer Paywall sieht das nur noch, wer sowieso auf deiner Seite ist, und damit hat es quasi einen Effekt von null. Ja, deswegen, und selbst wenn, das waren 6 Sätze oder Kommata. Clowny. Und ein selbst Satz. Wenn, dann als zusätzlicher Bonus, wie zum Beispiel bei Shatti damals die Giftschrank-Videos, da hast du 1 Euro bei Patreon gespendet, konntest noch mehr Content genießen. Ist doch schön. So muss es sein. Und dann sollte das eine Kleinigkeit sein und nicht das Hauptding. Ja, natürlich. Aufklären, sie wollen politisch die Leute aufwecken oder was ich was, die Schlafschafe. Ja, und dazu muss man sich nicht persönlich bereichern finanziell. Nee, Alex, versetz dich mal in deine Lage. Der kriegt ja nirgendwo anders mehr einen Job. Ja, der kann auswandern. Ja, und genau. Irgendwo aber deswegen muss doch jetzt nicht der Patriot hier die Versicherung spielen und bloß weil der keinen Job mehr kriegt, dem dann das Geld ständig überweisen. Was ist denn das für eine... Also wir sollen... ein Satz, schwierig. Wir sollen riskieren, unsere Reputation so zu verbrennen, dass wir ansonsten nichts mehr kriegen. Und das soll... Also der Anreiz dafür, dass fähige Leute genau das machen, sich dafür hergeben, soll absolut null sein. Purer Idealismus. Ja, realistisch. Seine Argumente verändern sich auch. Also am Anfang war noch sein Argument, ach Quatsch, der geht auch arbeiten und so. Und jetzt ist es, ja und, selbst wenn nicht, dann soll er halt schauen, wo er sein Geld herkriegt. Dadurch schon mal nicht. Die Patrioten sollen sich Deutschlandflaggen dafür kaufen. Dadurch gewinnt die AfD, oder was? Ganz viele Deutschlandflaggen. Wie beim Hartz-IV-Empfänger, der auch sagt, ich will das Geld von anderen Leuten haben. Alex, sag doch mal deinen vollständigen Namen hier. Halt doch mal dein Gesicht in die Kamera. Und sag mal, wo du wohnst. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert, bis dein Arbeitgeber, weil du machst deine Radiosendung ja eigentlich nur hobbymäßig scheinbar, sagt, mit dir können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Nächste Bewerbung, mit dir können wir nicht zusammenarbeiten. Keine Ahnung. Also erstmal bin ich selbstständig und soweit unabhängig, dass ich da kein Problem habe. Okay. Das zweite ist, warum soll ich das jetzt tun, um irgendwelchen Spendenbetrügern eine... Bessere Frage, warum wurdest du denn nicht gedoxt von, sagen wir, zum Beispiel Mainstream-Journalisten, Spiegel-Journalisten und ich schon? Warum hatten die bei mir ein Interesse daran, bei dir nicht? Warum waren die bei Schlomo im Garten, aber bei dir nicht? Ja, ein billiges Derailing. Er geht ja gar nicht, ich bin ja selbstständig, ich habe kein Problem damit. Ja, genau. Darum geht's nicht, Alter. Das ist nicht der Punkt. Ja, und das weiß auch Alex, dass das nicht der Punkt ist. Ich komme für ihr Geschäft zu verschaffen. Es ist nur ein Beispiel, nur eine Anmerkung, um dich in die Lage von den Jungs zu versetzen. Ja, in die Lage brauche ich nicht versetzen, wenn jemand Geld verlangt, dass jemand dass einer eine Frage stellen kann, damit ihr dann bevorzugt drangenommen wird. Das ist widerliche Abzocke von Patrioten. Ist das. Ein Spruch. Widerliche Abzocke ist das. Manche spenden auch ohne etwas zu sagen, Alex. Richtig. Ich bin erschüttert, dass wir jetzt das Wort Abzocke hier gehört haben zum ersten Mal. Ja, aber jetzt sind wir schon bei widerlicher Abzocke. Ja? Anfangs war es unverschämt, jetzt ist es schon widerlich. Ja. Vielleicht können wir das machen statt honigsüße Podcasts. Widerliche Abzocke und Betrug. Und mehrstündige verbale Folter. Können wir Alex mit der Belltower News
vereinigen. Ein Auto reparieren will ich auch Geld haben. Ich mache ja, aber die reparieren kein Auto. Die machen das doch aus Jux und Dollerei, um aufzuklären. Ja, die reparieren Deutschland. Hast du den Knopf? Dankeschön. Alter Schwede, Clowny, ey. Du bist als Redenschreiber auf jeden Fall engagiert, wenn ich mal ein politisches Amt bekleide. Das war auch ja, in dieser Knappheit. So einer von der Marke, yeah, because you'd be in jail, ne? Von Trump, ja. Manchmal trifft es dich einfach. Ja. Jux und Dollerei. Also machen sie, du meinst, die Honigwabe ist ein reines Geschäftsmodell, die wollen damit Geld verdienen. Ja, aber ich finde, die machen... Also wie, das kann nur aufgeregt und zugedreht sein. Es kann nicht etwas ideell sein und gleichzeitig macht man das auch als Geschäft, damit man halt seine volle Energie da reinstecken kann und weil man auch was fressen will. Es gibt kein Zwischending, es gibt nur An und Aus. So wie Demokratie und Diktatur offenbar, ne? Wenn wir darüber reden, dass wir hier in eine Diktatur schlittern. Nee, Diktatur ist Nordkorea, Diktatur ist An und Aus, Freiheit ist An und Aus. So nach diesem Motto. Grifter oder sagen wir Idealismus ist an oder aus. Entweder ist der an und du bekommst nichts und machst dich kaputt oder der ist aus und du bekommst irgendwas. Also dann ist er halt aus. Was ich so traurig finde, ist, ich glaube, dass der Alex normalerweise die Fähigkeit hat, logisch zu denken. Und der würde normalerweise, wenn, also wir sind da wieder bei, das ist in irgendeiner Form, trifft ihn das emotional, dieses Thema. Und da sind wir dann wahrscheinlich wieder bei dem Ding, ich nehme an, es ist halt Neid oder so, weil das ist ja schwachsinnig. Es ist einfach nur schwachsinnig. So weiter geht's. Heute Morgen ich werde jetzt nichts dran sagen. Mich. Ich auch nicht. Ich lasse jetzt die Scheiße, wir lassen jetzt die Scheiße hier durchlaufen, schon, wir sagen gar nichts mehr, okay? Ich finde, okay, dass die Leute halt dann, weil du kannst das ja sonst nirgendwo hören, diese Radiosendung hier. Ne, ich lasse das jetzt kurz durchlaufen. Geht vielleicht pinkeln in der Zeit und wenn der völlige Quatsch hat, der Alex und seine Gäste auch, dann mache ich hier noch die Superchats und so und dann muss ich in die Kiste. Alles klar? Dann könnten wir es noch auf eurer Seite sehen. Was sagst du? Mit Spenden könnte man es noch auf seiner Seite sehen. Ja, schick mir bitte die Audio. Ich mache eine Compilation aus jedem Mal, wo er Abzocke sagt. Alles klar, kriegst du. Das ist ja das, was ich auch sage, dass viele von den in dem Markt unterwegs sind und auch ihren Job gekündigt haben, weil sie sagen, ich kann ja von den ganzen Spendenidioten leben. Du meinst, die Honigwabe macht also quasi auch nur, die sind politisch vielleicht gar nicht so engagiert und vertreten auch gar nicht die Meinung vielleicht, ach, sondern die machen das schon nur wegen Geld, so meinst du sozusagen. Ich finde, eigentlich sind die ziemlich politisch engagiert. Die geben jeder, richtig jeder, finanziell sind sie engagiert. Also vorhin schon, nein, sind sie nicht. Also Alex, ganz im Ernst, die sind politisch sehr engagiert. Die verteilen rote Pillen am laufenden Band. Ne? Was sind denn rote Pillen? Sind es Drogen oder was? Verkaufen die auch Drogen nein, oder was? Erklär ich dir. Erklär ich dir ganz allein die Lieder. Alter, was für ein Scheiß-Bongo, Alter. Nimmst du die blaue jetzt Pille oder nimmst du die rote? Wenn du die blaue nimmst, wachst du morgen wieder auf und bist in der Matrix. Nimmst du die rote, zeige ich dir die Wirklichkeit und führe dich in die Tiefen des Kaninchenbaus. Und dafür das interessiert sich ein politisch interessierter Mensch für solchen Kindergartenquatsch. kurze Antwort, ja. Ja. Es ist ein gewisses Phänomen, dass diese Metapher, das hast du offenbar irgendwie verpasst. Ich weiß nicht, für dich ist halt Politik wahrscheinlich irgendwie am Stammtisch mit irgendwelchen Mit-60ern sagen, scheiß Merkel, andersrum, scheiß Merkel. Aber die jüngere Generation, die sich politisch engagiert, die interessiert sich für dieses Jargon und für diese Metaphern. Eine Metapher, Alex. Also ich würde sagen, jeder Musiker, der irgendwie kritische Texte oder politisch arbeitet oder die Lisa Fitz oder so, ist eine andere Ebene, aber es gibt, also ich muss sagen, man muss auch die Vielfalt... Aber sie kriegt doch für ihre Auftritte auch Geld. Ja, eben, es muss doch jeder auch irgendwie seine Brötchen halt bezahlen. Ne? Aber genau. Ist ja freiwillig, das zu bezahlen. Und also wie gesagt, lass die Leute da machen. Alex, bei dir auch mal, mach mal Spendenkonto und dann... Nein, wir machen kein Spendenkonto und brauchen auch keine Spendenkonto. Ja, da hat das jetzt auch eine scheiß Situation reinmanövriert, ne? Weil wenn das jetzt nämlich wirklich jemand ernst meinen würde, ne, dann müsste er jetzt natürlich dabei bleiben. Also gerade in dieser Sendung, die hier gerade läuft. Ich habe hier gerade einen Superchat, da schreibt SNHC Bootboy, dass... Ja, Alex sich wohl... Alex, vielen Dank erstmal, SNHC Bootboy für 500 Bits. Alex hat sich bei mir entschuldigt und ich soll euch in seinem Namen ein paar Bits spenden. Entschuldigung. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass da was dran ist, aber ich nehme das jetzt erstmal nicht für bare Münze. Nichtsdestotrotz, vielen Dank, SNHC Bootboy. Spenden und wir nehmen keine Spenden und wir werden weiter die Spendenabzocker kritisieren.
Also das kann, ist okay, ich würde jetzt gerne den Bogen zu Elia T. schlagen, zum Beispiel. Ja, bitte, bitte. Der ja nun wirklich in jedem Stream ungefähr 20 Mal sagt, also bitte spenden. Oh Gott, scheiße, ich dachte, wir machen jetzt hier mal einen Themenwechsel, Alter. Nee, es geht wieder um Spenden. Okay, wollt ihr noch kurz euer Vater unser sprechen, bevor ich weitermache? Also sagen, bitte spendet, ist was anderes als, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das dort und dort tun. Das ist ein Unterschied. Deswegen gibt es zwei verschiedene Arten, so etwas auszudrücken. Die sagen etwas Unterschiedliches aus. Die einzige Handlungsempfehlung, die ich jemals ernst gemeint gegeben habe in Sachen Spenden, war in letzter Zeit mit der Inflation und so, dass die Leute, wenn sie nicht finanziell solide aufgestellt sind, bitte nicht spenden sollen. Kennt ihr Bad Bunny? Das war doch nur scheinheilige, umgedrehte Psychologie von dir, du Grifter. Ja, ja, die ist geil, die ist schlimm. Da Think Before You Sleep auch ein gutes Video drüber gemacht. Die hat übrigens, oh ja, die hat übrigens, ich weiß nicht, auf Twitter 180.000 Follower oder sowas oder 300.000. Achso, es ist nicht so einfach, die heißt nämlich nicht der Bad Bunny, die hat sich umbenannt. Von daher finde ich die der schnell. Erste Kanal, die hat also über 100.000, nee, das war der Link von vorhin. Achso. Ja, ich bin hier mit dem leeren Browser heute reingekommen. Wenn du Twitch quasi eingibst, dann will er schon direkt zu Erwin bei dir. Was ist Twitter-Schwurbel? Was? Club da Twins? Also Twitter-Schwurbel und Club da Twins habe ich noch nicht. Achso. Gut, dann, die Impfzwillinge sind das. Na gut, wir kommen vom Thema ab. Die Impfzwillinge, genau. Bad Bunny hat sich umbenannt. Ich kann euch aber sagen, die hat, ich glaube, mehrere hunderttausend Abonnenten. Und wenn die live ist, und ich gucke da mal rein, weil die ist halt auch so, die hate-watcht. Hate-watch ich ganz gerne mal so. Für 3 Minuten, dann reicht's auch. Dann hat die immer so 150 Zuschauer oder sowas. Aber das nur am Rande. Hier ein wunderschöner Clip von ihr. To get the stream going, if you like the content, blah, blah, blah. How that results in zero subs. There are regulars here. $5 a month! How do you have hours of time to watch me? And not $5? I don't know. What are you doing with your life where you have hours of time to watch Twitch? And not $5 to provide for the content that you're watching. Because it's like people just really have no, they really don't respect me as a content creator. Left is best, auch passend, ne? Ja, ja, ihr Content, ist halt aber auch relativ lange nicht zu sagen und das Video laufen zu lassen. Auf der anderen Seite beschwert man sich, wenn wir zu oft stoppen. Ich kann das auch nachvollziehen. Aber diese Frau, weißt du, also wenn du deine Reputation zerstören möchtest und Follower verlieren möchtest, dann drückst du dich genauso aus wie die. Oder du machst halt gute Arbeit und wirst dafür dann halt bezahlt von den Leuten, weil die Bock drauf haben. Weiter geht's. Ja, bei der Honigwabe ist mir das nicht aufgefallen. Naja, weil die Honigwabe kassiert pro Stream mindestens $1,200 und der Ilja T., der kriegt vielleicht... Also schön wär's, ja? ...in einem Stream 5 Euro überwiesen. Das ist der Unterschied. Was sagst du? Mindestens. Und jeweils jeder von uns 1.200. Ja, klar. Und vor allem auch jede Folge. Wenn es weniger ist, Kaspar kommt dann immer mit, ach, sollen wir das Format überhaupt noch machen? Der scheint so, als wenn die Bücher langsam wieder leer gesaugt. Langsam, genau. Langsam geht mir wirklich die Lust aus. Und da sag ich halt, ach komm, irgendwer muss denen doch die Kohle aus den Rippen leiern. Die sind so fucking dämlich. Guck dir das an. Wenn wir das nicht machen, macht das wer anders. Und dann machen wir das nächste Woche nochmal. Ja, so kriegt mich Schnurri das mal rum. Aber nee, Alex, das guck mal. Stimmt auch. Guck mal. Ganz kurz ein Beispiel. Also das war halt jetzt so mein Eindruck, dass er natürlich sehr wenig bekommt. Vielleicht, weil er Jude ist, ich weiß es nicht genau. Vielleicht kriegt die Honigwabe... Warte mal kurz. Da kann ich mich mehr erinnern, Alter. Was? Warte mal. Ich mach noch was zurück, ja? Aber kurz bitte, nichts sagen, ja? Nichts sagen. Du darfst gleich, Schlummer. Pro Stream mindestens $1,200 und der Ilja T., der kriegt vielleicht in einem Stream 5 Euro überwiesen. Das ist der Unterschied. Alex, guck mal. Ganz kurz ein Beispiel. Also das war halt jetzt so mein Eindruck, dass er natürlich sehr wenig bekommt. Vielleicht, weil er Jude ist, ich weiß es nicht genau. Ach so, okay, da geht es um Ilja oder Ilja T. oder so. Und der bekommt wenig, weil er Jude ist. Oh. Der bekommt wenig, weil er, hä? Ach so, weil irgendwie die Rechten ihn nicht mögen, weil er Jude ist, aber die Altrechten oder was? Also ich habe kaum jemanden gesehen hier, in der, gut, aber er scheint ja auch in einer ganz anderen Ecke unterwegs zu sein, ne? Halt so Boomer-Ecke. Ja, offensichtlich. Der Mann weiß nicht, was eine rote Pille ist. Und selbst nachdem man es ihm erklärt hat, weiß es immer noch nicht. Also,
Ich meine, ich heiße Schumo Finkelstein, das ist ein guter Punkt im Chat. Also ich bin mutig. Ich habe 1,2% aschkenasischer Jude bei mir drin, aber allein mein Name sollte jetzt eine Menge Leute da abschrecken. Ich möchte an der Stelle auch, glaube ich, mal eine Verschwörungstheorie in den Raum stellen. Alex ist in Wirklichkeit einer von diesen Verfassungsschutzleuten, die die Szene destabilisieren, während sie gleichzeitig ein bisschen rechts spielen. Was ist denn eine rote Pille? Ja, also das könnte man so einem zutrauen, so wenig wie der im Game ist, ne? Ja, genau. Und dann ist er halt dafür da und diskreditiert halt und beeft halt so ein bisschen, ne? Um das zu, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt ein hart abgespaltenes oder abgetrenntes Lager von uns. Halt diese wirklich ganz alten, keine Ahnung, Leute, die da in ihrem eigenen Netzwerk, das vielleicht schon Bestand hatte vor 2015 oder so, sind und die überhaupt keinen Kontakt, gar keine Schnittmenge haben mit uns und auch unserer Kultur und so weiter. So könnte ich mir das vorstellen. CDU-Wähler sind das, glaube ich, so. Ex-CDU-Wähler, keine Ahnung. Ja, genau. So, die noch so ein bisschen mit Tränen in den Augen an Strauß denken und so. Ja. Das könnte sein. Weiter geht's. Kriegt die Honigwabe deshalb so viel Spenden, weil sie ja auch so wegen der rechtsradikalen Ecke ist. Das weiß ich nicht genau, aber Fakt ist... In welcher Ecke bist du denn? Warte mal. Also langsam wird mir der Alex doch dann sehr unsympathisch. Ja, ich mache noch mal so 5 Sekunden zurück. Lasst uns mal versuchen, nur alle 30 Sekunden zu unterbrechen. Vielleicht kriegen wir das hin. Weiß es nicht genau. Wie wollen wir uns das vornehmen? Vielleicht kriegt die Honigwabe deshalb so viel Spenden, weil sie ja auch so wegen der rechtsradikalen Ecke ist. Das weiß ich nicht genau, aber Fakt ist... In welcher Ecke bist du denn? Oder was? Also der ist Team AfD. Ich merke schon, das mit den 30 Sekunden klappt nicht. Schlummer? Ja, okay, sorry. Nee, ist kein Problem. Der ist also ein ungeläuterter CDUler oder wie? Also der ist Team AfD, ist Nazi oder was? Wieso piepst sich Nazi? Ist egal. Naja, nochmal. Radio Deutschland 1 hat mich angeschrieben vor Jahren und mich darum gebeten, ihren Kanal aktiv zu bewerben. Gegen Bezahlung. Also ich nehme an, das fällt ihm gerade ein, weil ihm die Argumente ausgehen. Der will jetzt nicht zum also wirklich 40. Mal sagen, das ist widerliche Abzocke ist das. Ja. Also die haben versucht, sich von dir zwingen zu lassen, dir ihr Geld zu geben. Ja, vermutlich. Ich habe deshalb so viel Spenden, weil sie ja auch so wegen der rechtsradikalen Ecke ist. Das weiß ich nicht genau, aber Fakt ist... Ich weiß das nicht genau, aber ich sage das einfach mal. In welcher Ecke bist du denn mit deinem Sender? Also in der demokratischen Ecke. In der demokratischen, okay. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht nicht so viele Zuschauer bei sich hat, weil er halt so auch in dieser antisemitischen Ecke ist. Ja. Also ich weiß das nicht, aber ich sag das halt einfach mal. Ja, also, oder halt auch diese pädophilen Ecke, ne? Da ist das natürlich auch immer problematisch. Ja. Ich meine, das ist wirklich absolut abstrus, ne? Im selben Lager, also angeblich im selben Lager, mittlerweile weiß ich gar nicht, wo der überhaupt Stream schmiert übrigens gerade wieder ab, aber ist egal, rede weiter, Schlummer. Und der Stream ist abgeschmiert. Oh, scheiße. Im selben Lager sich noch die Verunglimpfungen vom Feind um die Ohren zu hauen ohne Not, das ist halt wirklich unterste Schublade. So, warum? Also, das ist ja, halt einfach nur... Ja, was soll die Scheiße? Ja. Also, jetzt wird's halt wirklich, es wird halt wirklich bescheuert. Das war ja bisher alles noch so halbwegs okay. Ich kann den Stream nicht mal neu starten, glaube ich. Stream beenden. Ich halte einfach am Ende 6 Aufnahmen. Das heißt also, nachdem ich dann irgendwann hier um wahrscheinlich 12:30 Feierabend habe, darf ich dann noch diese 6 Videos zusammenschneiden und dann hochladen. Ja, cool. Ja. Da sind wir wieder, Freunde. Übrigens, ich sehe den Chat. Ihr schreibt hier F, 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 F. Das sehe ich alles. Und dann geht der Chat weiter. Es ist nicht meine Leitung. Ich habe nicht einmal eine Unterbrechung gehabt mit Schlomo oder Clowny. Meine Leitung ist astrein. Ich habe eine Bombenverbindung zum Internet. Ich sehe euch im Chat die ganze Zeit. Und irgendwie schmiert hier der Streamer dauernd ab. Keine Ahnung, was da los ist. So, weiter geht's, ja? Jo. Spenden, weil sie ja auch so wegen der rechtsradikalen Ecke ist. Das weiß ich nicht genau, aber Fakt ist... In welcher Ecke bist du denn mit deinem Sender? In der demokratischen Ecke. Ach so, und die Honigwabe ist rechtsradikal. Naja, ich meine, ich habe schon mal gehört, dass die Verfassungsschutz... Mir war sofort klar, wenn ich also hier den... Stellen Sie sich vor... Also, Und hat er gerade angesetzt, ich habe gehört, dass der Verfassungsschutz, der Verfassungsschutz in Thüringen geleitet wird von jemandem aus dem Vorstand von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Der Verfassungsschutz, der sagt irgendwas Böses über uns. Ja, aber zumal ich bin ja gespannt, was jetzt da kommen soll. Weil mit dem Verfassungsschutz hatte ich noch nie irgendwelche Berührungspunkte.
Ich meine, die haben unser Forum, das Honigforum, gefeatured in Leons Identität. Das war ein Spiel vom Verfassungsschutz NRW. Ja, das ist farblich daran orientiert gewesen. Ne? Bloß das kann ja wiederum gewesen sein, das war ein Auftrag. Von wegen, macht mal hier ein Video zum, wie das aussehen könnte bei Leuten, die Videospiele spielen. Und die, nicht der Verfassungsschutz, haben da gesagt, so, ja, da gibt es dieses Honigforum, wir machen das mal in dem Stil oder so. Wir können ja 1000 Gründe haben. Ja, aber seien wir ehrlich, natürlich haben die Drecksfassen uns auf dem Schirm. Glaube ich. Also, ohne Scheiß, glaube ich nicht. Doch, wir sind genau das, was die verhindern wollen. Ne? Wir sind halt etwas, ja, was... Ja, wir sind, was die verhindern wollen, aber Schnurbe, sie haben ja nichts in der Hand. Also, nichts. Das hält die auch nicht bei der AfD ab. Nein, das stimmt. Und verzeihen auch dieses Argument gegen die AfD? Also inwiefern ist diese Person in unserem Lager? Sagt er, ja, der Verfassungsschutz, der sagt das ist er nicht. Sagt er das bei der AfD? Lass ihn mal erstmal, ich weiß gar nicht, was hat er jetzt gerade für einen Quatsch. Er macht jetzt einen richtig guten Punkt. Er macht jetzt einen guten Punkt. Genau. In der demokratischen Ecke. Ach so, und die Honigschwabe ist rechtsradikal. Naja, ich meine, ich habe schon mal gehört, dass die ja, glaube ich, vom Verfassungsschutz beobachtet werden, etc. Also das ist ja... Wo hast du das gehört? Ich habe das gehört. Die AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Ist die AfD für dich rechtsradikal? In dem Fall sind wir halt einfach politische Gegner. Der nimmt das Wort Patriot in den Mund. Der ist rechtsradikal per Definition des Verfassungsschutzes. Also es gibt nur eine Möglichkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass er Kenntnis darüber hat, Schlomo, weil er beim Verfassungsschutz ist. Oh. Der ist halt wirklich eingepennt in den 90ern und nicht wieder aufgewacht und denkt, es wären immer noch dieselben Strukturen wie damals. Es sind nicht dieselben Strukturen wie damals. Die arbeiten alle gezielt gegen so Leute wie wahrscheinlich dann auch dich. AfD wird auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Und feine Sahne Fischfilet wird auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja gut, die singen auch Steine in die Bodenfresse und so weiter. Ne? Also ja, da macht das schon einen gewissen Sinn. Das kannst du nicht gleichsetzen mit der AfD oder uns. Aber ansonsten guter Punkt. Und jetzt? Ja. Was ist denn der Verfassungsschutz? Okay, das Ding mit der AfD, der geschluckt. Also Alex scheint kein authentischer Vollschwachmarr zu sein. Also hat er gesagt, naja, aber es ist ja auch berechtigt bei der AfD. Also das Ding scheint ja zu schlucken. Ja, ist so, ja. Also, das macht von uns keinen Sinn. Wie gesagt, der ist... Aber bei euch liegen sie ja richtig. Bei der AfD falsch, bei euch liegen sie richtig. Ja, genau. Ja, der ist einfach emotional bei der Sache, der Alex, und deswegen kommt da halt so ein Blödsinn bei raus. Man kann nicht im eigenen Lager solche Sachen, die verwendet werden, die waffenfähig verwendet werden, gegen Sachen wie die AfD, die Flaggschiffe, einfach überhaupt so umherwerfen. Das ist absolut indiskutabel. Ja. Also damit ist jetzt übrigens auch der Podcast für mich durch. Also ich empfehle euch dann explizit nicht bei Radio Deutschland 1 vorbeizugucken. Das ist offensichtlich ein Radioprogramm für Idioten. Das tut mir jetzt übrigens leid für die Zuschauer, die uns da beherzt verteidigen. Ja, aber auch denen empfehle ich zukünftig dann andere Formate zu gucken. Zum Beispiel den digitalen Chronisten oder so. Da mal ein paar Euro da lassen. Ich würde gucken, was ihr wollt, ne? Keine Ahnung, aber ich meine, das ist halt schon eine schwache Nummer und ist ein bisschen symptomatisch für die Probleme der Rechten halt. Ne? Es ist halt alles Narzisstisches, sich gegenseitig zerfleischen über absolut nichts und so weiter und dann doch wieder die scharfen Waffen, die der Feind gegen uns einsetzt, auch im inneren Lager einsetzen und so weiter. Ne? Das ist das Problem der Rechten. Genauso Leute wie der sind das Problem der Rechten. Ja. Ja, jetzt kommen wir vom Thema ab. Mike, du wolltest jetzt gerade Jetzt kommen wir vom Thema ab. Wenn die AfD auch beobachtet wird, dann ja, und dann kommen wir vom Thema ab. Alles klar. Frage, weil er den über dem Kopf hast. Wir kommen gerade in den Bau des Kaninchens. Ja, aber unsere Sendung dreht sich ja nicht um die Honigwabe. Wir sind generell gegen Spendenbetrüger und wollen jetzt auch hier keine Honigwabenwerbung machen. Betrüger, das wollen wir nicht. Ihr doch jetzt gerade über diese Geschichte. Ja, dann diskutiert mit denen. Die zocken ja euch schließlich ab. Was sagst du? Leute spenden ja nicht. Die Leute, die da drin sind, die spenden doch nicht mehr nach eigener Aussage. Also, ja, die zocken ja nicht ab. Wir zocken andere ab, aber die mögen uns. Wir zocken die vielleicht ab mit ihren positiven Emotionen. Dass die ein positives Bild von uns haben. Emotionaler Betrug. Emotionaler Betrug, genau. Honigwabe wird jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet, weil vielleicht könnt. Na, jetzt bin ich aber gespannt, Alter. Also warum wird denn die Honigwabe vom Verfassungsschutz beobachtet? Könnt ihr euch an diesen bestimmten Hack erinnern, diesen sogenannten Hack. Und zwar hat es kommt noch Orbiter, der was? Honigwabe Mensch. Ja, ich nehme an. Ich kann den Namen gar nicht. Das ist der Kasper. Schlomo Finkelstein hatte wohl privat Kontakt zu diesem einen. Ja, warte. Über
Skype oder so mal hier über fünf Ecken, der na, die jetzt ganzen richtiger? Politiker-Accounts warte kurz. Gehackt hat, beziehungsweise er hat der Typ hatte damals nichts anderes gemacht, als im Darknet ja hier Vulns, also sprich nicht Vulns, sondern offen liegende Passwörter gekauft für ein paar hundert Euro. Und Honigwabe hatte... Okay, bitte, erstmal Schlummer, bitte. Ich hatte keinen Kontakt zu dem. Ich hatte Kontakt zu meinem Admin, der halt in dieser irgendwie YouTube-IT-Szene drinne war. Und das war auch der Typ, der nachher bei Massengeschmack in dem Video gesehen hat, wie er bei Tarek Tesfu saß, ne, von Teil 21. Das war mein Admin. Der hat für mich die Seite vulgäreanalyse.de gemacht. Und der hatte wiederum lose Kontakt, ne, weil die halt in derselben IT-Szene drin waren. Es gibt nicht so viele YouTube-ITler in Deutschland zu diesem Orbit. Ne. Ich habe keine Kenntnis gehabt von der Existenz von so einem Orbit, bis die Geschichte da passiert ist. Das heißt, du hast mit Orbit nie persönlich ein Wort gewechselt? Nein. Man muss nur dazu sagen, dass was Orbit damals gemacht hat, war ja, glaube ich, zu 98% öffentliche Daten einfach nur zusammenzustellen. Also da ging ein Bruchteil, soweit ich weiß, auf irgendwelche nicht gehackten, aber unsauber erarbeiteten, weiß ich nicht, Namen und Adressen zurück oder sowas. Wenn ich mich recht entsinne, war der überwältigende Mehrteil dessen, was er da veröffentlicht hat, waren öffentlich einsehbare Daten. Wo ist das Büro von Sausan Schäbli? Sachen, die du hättest googeln können zuvor. Heißt das nicht, dass er das eine gute Sache macht? Das ist natürlich total blöd. Das hat er auch geschadet ohne Ende. Und er wurde von niemandem, den ich persönlich kenne, darum gebeten. Hast du niemals, vielleicht machen wir das Thema nochmal kurz auf, Schlomo. Hast du ihn jemals über drei Ecken darum gebeten, irgendwelche Daten zu veröffentlichen? Nein. Auch nicht vielleicht doch dann so ein bisschen von Tarek Destu oder so? Könntest du nicht von dem vielleicht was veröffentlichen? Ich wusste nicht, dass es den gibt. Also wie soll ich dem drei Ecken um irgendwas bitten? Hast du den vielleicht um fünf Ecken darum gebeten, von Sausan Schäbli mal die Adresse des Büros zu veröffentlichen? Nein. Bist du dir da sicher, Schlomo? Ja. Und hatte ich mal jemand gefragt, so ey, soll ich hier mal um drei Ecken jemanden bitten, darum irgendwas in dieser Art zu tun? hat mich jemand das gefragt? Nein. Und wenn ich jemand gefragt hätte, hast du gesagt, ja, bitte mach das mal? Hatte ich für eine gute Idee? Nein, hätte ich nicht gesagt. Okay. Hast du jemals juristische Probleme bekommen wegen diesem Hack, mit dem du angeblich nichts zu tun hattest? Nee, überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Du die hattest einzige Probleme, ja, die ich bekommen habe, ist, dass die Presse danach halt super interessiert an mir war, ne? Und im Zuge dessen hat der Spiegel mich dann gedoxt. Aber keine juristischen. Jetzt soll es ja irgendwann mal ein Verfahren gegeben haben, zum Nachteil von einem gewissen Herrn Schlumbo Finkelstein. Hatte das am Rande über drei Ecken eventuell mit diesem Dox zu tun? Nee, da ging es nur um Sachen, die ich gesagt habe halt, ne? Ich habe das ja auch mal gezeigt in einem Video. Das war, glaube ich, das Video, was ich gegen Lars gemacht habe, das letzte auf dem Kanal Green Day Boy 2004. Da habe ich mal gezeigt, wofür ich eigentlich angeklagt wurde. Und das waren halt Sachen wie 30 Mal Koranverbrennung, dann halt Raka Raka Ali, das war die größte Strafe. Raka Raka Ali, so ein jüdischer Comedian mit What Does the Black Say, einem Song. Das war ein Jahr auf Bewährung. Und das hatte nichts zu tun mit irgendeinem Hack? Nee. Gut, also was wollt ihr jetzt eigentlich noch? Ich meine, die haben ja auch gegraben wie Sau. Und das Beste, was sie dann hatten, war halt diese Verbindung, in Anführungszeichen, durch den Admin. Ne? Ich kannte jemanden, der den kannte. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Also ich meine, da war ja sogar ein gewisser Investigativdruck hinter. Ne? Ja, ich möchte mal ganz kurz hier herausarbeiten, dieser jüdische Comedian, von dem du da sprichst, Raka Raka Ali. Ich weiß, das hatten wir jetzt schon tausendmal, aber dieses Video ist nach wie vor auf YouTube aufrufbar. Der Kanal von Raka Raka Ali hat 1,5 Millionen Abonnenten und alleine dieser Upload des Leads hat fast 1 Million Aufrufe. Es gibt mindestens einen weiteren. Wir nehmen die Note übrigens zurück von gerade. Dieses Dim, das können wir nicht unterstreichen. Wir distanzieren uns. Ich weiß übrigens, dass es einen mindestens zweiten Upload gibt, der normal 80.000 Aufrufe hat oder so. Also dieses Lied hier kommt all-inclusive nur auf YouTube. Ich distanziere mich erneut. Du spielst mit deinem Leben. Ja, ich distanziere mich erneut. Dieses Lied alleine kommt bei YouTube auf ungefähr 1 Million Aufrufe, ja, die ich safe nachweisen könnte. Das Video ist nach wie vor online. Der Kanal ist offensichtlich bei bester Gesundheit. Der Typ hat fast 1,5 Millionen Abonnenten. Und dafür, dass Slomo dieses Lied abgespielt hat, im Zusammenhang mit einem Video gegen Tarek Tesfu,
Eigentlich nicht mal, sondern Tarek war nur da drin. Das war irgendein Feministendings, wo er dann mit drin war, so ein Gruppenprojekt. Ja, alles klar. Gut, dann haben wir jetzt einmal die ganze Sache hier juristisch sauber aufgearbeitet. Weiter geht's mit Alex. Privat wohl Chatkontakt zu dem. Aber ich muss aber ganz deutlich sagen, ich will jetzt hier keine Werbung machen für diese Honigwabenabzocker, sondern ich wollte jetzt eigentlich noch eine Runde starten mit politischen Themen. Wenn ihr euch mit denen unterhalten wollt oder euch beschweren wollt, dann müsst ihr euch an die direkt wenden. Ja, okay, dann ja, Alex, haken wir das Thema lieber ab, weil macht keinen Sinn. Ja, also für sowas wollen wir auch gar keine, also keine Werbung ist halt richtig hart gefickt. Ja. Ja, aber das ist keine Entschuldigung. Der Carsten Kahn ist auch hart gefickt und wir müssen alle Spenden nehmen und es ist aber gar nicht notwendig. Was sagst du? Hat er gesagt, irgendwer ist hart gefickt? Ja, ich glaube, Carsten Jahn ist hart geäfft, ne? War das gerade? Ah, sowas. Das sind ja, also erstmal den Mund hier mit Seife auswaschen, das ist ja von so einem alten Semester auch noch. Ja. Es gibt genug Leute, die das nicht machen müssen. Interessanterweise ist es ja auch so, da sollte man mal drüber nachdenken, dass das tatsächlich nur in dieser patriotischen Szene ist, diese Spendenabzocke. Ich habe noch nicht. Woran liegt das? Also wer sagt ihm, dass es daran liegt, dass es diese Spendenabzocke nur in der rechten Szene gibt? Naja, so ist es nun nicht, ne? Es gibt da eine Entität, die nennt sich Staat, die macht das nicht wirklich in der Form von Abzocke, die nennen das Steuern und dann stecken die das in Stiftungen rein, Rundfunkgebühren wären da auch noch so ein Ding und dann geht das halt in großen Mengen an die Leute, die die Arbeit, die wir hier für unser Lager machen, für das Gegenlager machen. Ja, richtig. Also das ist umsonst für dich und für alle Spender, weil man da nicht spenden kann, braucht oder muss, die kriegen halt Geld von zum Beispiel meinen Gebührengeldern. Die haben das nicht nötig. Weiter geht's. Jetzt mitbekommen, dass bei den Grünen irgendwelche YouTube-Kanäle Spenden abzocken oder dann... Nein, sie haben es nicht nötig, Alex. Die werden finanziert von meinen Steuergeldern. Das wird übrigens auch abgezockt. Nein. Also diese Mini-Leute, die noch nicht wirklich auf, sagen wir mal so, an der von Papa Staat am Saugen sind. Ne, zum Beispiel V. Lenzer, die wir da neulich hatten in dem Stream bei Chris und so weiter. Ne? Alternative für Dünches. 4.000 Euro gesammelt für ihr Album, damit ihr Album aufnehmen kann. Wo ich mir denke, also... Du könntest dir für weniger Equipment kaufen, wo du ein eigenes Studio zu Hause hast. Da steht dann, ich brauche von euch, sonst kommt hier keine Musik mehr. 4.000 Euro für eine Studioaufnahme. Und Alter, das ist jetzt nur ein du ganz brauchst jemanden, der dir den Beat macht und jemanden mit einem halbwegs guten Mikrofon, der das mischen kann. Das kostet keine 4.000 Euro, so ein Rap-Album. Ja, so amateurmäßig. Klar. Und wie viele Leute gab es, die gesagt haben, oh, ich bekomme Morddrohungen und so weiter, hier ist Spendenlink. Robert Wagner, wie oft hat der irgendeinen Spendenscheiß gemacht? Die machen ständig irgendeinen Spendenscheiß. Und das ist sogar, der kriegt sogar Geld vom Staat. Ja. Obwohl er das bekommt. Quadrumhilfe ist übrigens so ein schönes Beispiel. Die ist ja damals angeblich gedoxt worden. Das ist eine sehr merkwürdige Geschichte, aber das Video war so professionell, dass ich mir ziemlich sicher bin, die hat das nicht selber gemacht, hat das auch nicht in Auftrag gegeben. Und die hat dann dafür, ich glaube, 50.000 Euro kassiert. Und dafür hat dann die Amadeo-Antoni-Stiftung noch aktiv Werbung gemacht. Ja, guckt euch mal die arme Quattro-Milf an. Die ist voll schlimm gedoxt worden und so. Hier spendet mal bitte. 50.000 Euro. Gut, weiter geht's. Nachbetteln nein, oder bei den Linken oder sonst. Das brauchen die gar nicht. Haben die gar nicht nötig. Genau, das haben die gar nicht nötig. Das, danke. Und die Frage ist. Ebert-Stiftung. Nein, das sind einfach ganz normal unabhängige YouTuber. Die sind nicht in irgendeiner Stiftung etc. drin. Das ist jetzt wieder Blödsinn. Das ist wieder eine Rechtfertigung, was jetzt versucht wird. Nimm mal ein paar Namen. Ich kenne diese Leute nicht. Also, nun mag es linke YouTuber geben, die damit kein Geld verdienen, keine Spenden und so weiter. Das mag ja alles sein, aber die sind nicht nötig. Die machen keinen Unterschied. Es gibt da draußen wahrscheinlich an die 100, die in irgendeiner Form, na, wahrscheinlich sind es sogar eher 500, die in irgendeiner Form, jetzt Twitter, YouTube, die ganze Geschichte, der Öffentlich-Rechtliche, die Kohle dafür bekommen, dass sie das machen und nicht auf Spenden angewiesen sind, weil sie halt einen Arbeitsvertrag haben, zum Beispiel mit den Öffentlich-Rechtlichen. Und wenn du glaubst, dass so jemand wie Rezo zum Beispiel unabhängig, Zitat, von dir wäre, dann finde ich das gelinde gesagt naiv. Ja. Das sind ganz normale YouTuber und politisch Aktivisten, wie alle anderen auch. Komischerweise nur in der patriotischen Szene sind die, sind diese Zeig Betrüger. Zeig doch mal deren Jahresausgleich, Alex. Zeig doch mal deren Jahresausgleich. Beleg mir das doch mal, dass sie keine Einnahmen in diese Richtung machen. Dekadent ist übrigens gerade ein paar Mal im Live-Chat genannt worden. Der macht, ich hab's vergessen, ich glaube, der macht auch so seine 7.000 bis 12.000 Euro im Monat. Alter, sein YouTube-Kanal, wo er nur Re-Uploads von seinen Streams macht, das ist ja praktisch for free,
Der hat über 50.000 Abonnenten. Da kannst du mal Gift drauf nehmen, dass der Channel auch ein paar Euro abwirft. Also so 2.000 wahrscheinlich. Ja, könnte gut sein. Ich kenne die Aufrufzahlen jetzt nicht, aber klar. Ja, und das, wie gesagt, also der kommt auf ein paar Tausend im Monat allein über Twitch unterwegs. Dem ja, geht's gut. Das ist schon sehr auffällig. Alex, lass mich dazu ganz kurz was sagen. Warum ist das denn so, diese grünen YouTuber, ja, die linken YouTuber, warum müssen die denn keine Spenden verlangen? Ja, weil die wahrscheinlich arbeiten gehen. Was brauchen wir denn sonst? Dafür sind Linke bekannt, ja. So dumm, so dumm kann dieser Mann nicht sein. Also ist er wirklich VS? Also er zieht hier in einer Tour übers rechte Lager her, macht dann den Linken Komplimente, versucht irgendwie zu spalten, irgendwie Zwietracht zu säen unter den Leuten. Also so langsam wird hier der Verdacht von Clowny wirklich so ein bisschen realistisch, ne? Der leuchtet ein bisschen dunkel. Ich hab's gesagt. Die linken YouTuber, das sind nicht so faule Arschlöcher, die hier arbeiten. Ja, Live-Chat fragt gerade, wovon lebt eigentlich Korrektiv und Co.? Der Rezo, ich glaube, Rezo teert beruflich Schiffe. Ja, mit Sicherheit. Ja. Weil bei denen auf den YouTube-Kanälen Werbung geschaltet wird und dann die von YouTube von sich aus schon Geld kriegen. Hm. So, und diese ganzen Patrioten, die werden alle demonetarisiert, die werden dämonisiert, werden sie übrigens auch alle gesperrt. Deutscher. Zensiert. Und deshalb. Also nachdem ich keine YouTube-Werbung schaue, ich bin YouTube-Premium-User, sehe ich das nicht, wie das mit der Werbung genau ist, weil die einfach dann angezeigt wird. Ja, aber das ist trotzdem keine Rechtfertigung, weil man muss sich politisch... Wenn du mit YouTube-Premium schaust, das macht auch Einnahmen. Richtig, macht ist es. So. Ja, ist so, ja. Schön, dass die erste Person in meinem Leben, hören, dass sie YouTube-Premium hat. Ich habe ebenfalls YouTube-Premium. Ich auto mich. Ja. Ich kann dir auch erläutern, warum. Also, man munkelt, das stimmt natürlich nicht. Und ich empfehle das auch keinem. Man munkelt, ich hätte da einen Familienaccount, der läuft über Argentinien oder so. Und kostet dann pro Person in diesem Familienaccount irgendwie $1.20 im Monat. Ich glaube sogar ein bisschen weniger. $6 im Jahr oder sowas. Ja, man munkelt. Aber nochmal, das ist eine haltlose Unterstellung. Ich zahle dann natürlich schön meine, ich weiß gar nicht, was die Scheiße, 15 Euro im Monat oder sowas. Warum mache ich das? Weil ich halt sehr viel beim, zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, höre ich sehr viel. Und bei YouTube Premium hast du einen extrem krassen Vorteil. Und das ist der, dass du ein Video laufen lassen kannst, ohne dass dein Bildschirm an ist. Das heißt, ich mache ein Video an von euch, habe ich heute zum Beispiel gehört, auf dem Weg nach Hause, den letzten, oder gestern war es, glaube ich, den letzten, die letzte Ketzerkirche. Oder links hier, Sagen auf der Karte, Podcast of the Lotus. Sieht das, genau, mach mir das rein, Handy aus und dann in die Tasche und dann läuft er über Bluetooth. Schön das, was ich gerade hören will im Links. Ah, ja. YouTube Vans wird gerade vorgeschlagen, das ist so ähnlich. Ja, habe ich auch schon mal ausprobiert, lange vor YouTube Premium, kann man wahrscheinlich auch machen. Man muss sich mal vorstellen, dass man so etwas hinter eine Bezahlschranke tut, dass du die Tastensperre reinmachen kannst. Ja, meine clever, ne? Clever. Ja. ja. So ein einfaches, nee, wir geben euch nicht noch geilere Features als ohnehin. Wir nehmen euch selbstverständliche Features eines Handys. Die nehmen wir euch weg und ihr könnt dafür bezahlen. Das ist Abzocke. Ja, und Alex macht damit her. Alex lässt sich abzocken. Da lässt er sich gerne nach vorne beugen. Und naja. Und Geld verdienen. Die müssen kein Geld verdienen. Genau. Die können sich politisch engagieren, ohne die Menschen abzuzocken. Die Grünen verdienen doch auch Geld mit ihren YouTube-Kanälen. Nur, dass du es nicht bezahlen musst. Ja, aber man muss nicht als Patriot... Als Patriot muss man nicht Spenden abzocken. Das ist Quatsch. Das ist gibt keine Rechtfertigung dafür. Ja gut, du wirst ja auch macht einen guten Punkt. Also das höre ich jetzt auch das genau. Dann ist das Geile noch, dass die Honigwabe ständig, beziehungsweise diese YouTuber, die von denen ich hier rede, wie zum Beispiel Honigwabe, Boris von Morgenstern, der Schattenmacher etc., diese Leute tagtäglich auseinander, diese grünen und linken YouTuber. Ja, aber weil sie Geld verdienen wollen offensichtlich. Nein, weil sie die Leute aufklären. Dann das sollen Geld sie die Leute aufklären und sollen aufhören, die Leute abzuzocken. Dann habe ich mir den ganzen Tag Zeit, die Leute aufzuklären, aber wir drehen uns im Kreis. Ja. Alex, also ich glaube,
Aber wie gesagt, da kommen wir leider nicht zusammen. Also ich möchte mal dazu sagen, das ist so eine interessante Steuerung. Ne? Man demonetarisiert alle, die patriotisch sich äußern auf YouTube, und die anderen lässt man halt schön ihre... Ne? Naja, das ist Blödsinn. Ja. Weil erstens mal, man muss ja nicht auf YouTube sein, um monetarisiert zu werden. Wer auf man YouTube muss aber geht auf YouTube und sein. Man muss aber auf YouTube sein, um irgendwie neue Leute zu erreichen. Denkst du, irgendwelche Normies, du weißt vielleicht auch nicht, was das ist, aber denkst du, irgendwelche normalen, unpolitischen oder linken Leute stolpern irgendwie über deine Website da und ändern dann ihre politische Meinung? Bist du überhaupt in dem Geschäft, politische Meinungen zu ändern? Denn wir sind zumindest zum Teil in diesem Geschäft. Ne? Und jetzt sag mal bitte, wie ich Inhalte monetarisieren kann, ohne YouTube zu nutzen. Also Spotify kannst du, oder jede Podcast-Plattform, kannst deinen Scheiß hochladen, da verdienst du dir einen Cent. Du müsstest das Product Placement machen, anders geht's nicht. Die Möglichkeiten werden mir auch genommen. Also mir haben sie Patreon weggemeldet vor 2 Monaten oder so. Das wird ja auch genommen. Mir haben sie viermal Patreon weggemeldet. Ja, ist kein schönes Gefühl. Aber ja, dann weggemeldet mit 1.000 Euro drauf, die haben sie behalten. Wie gesagt, also verliert jemand direkt das Interesse daran, aufgeklärt zu werden, weil er jetzt gerade 5 Sekunden Werbung sieht und dann auf Video schauen klickt. Werbung überspringen. Welche Leute verliert man denn dadurch? Also wie viele? Die sind ja noch besser, weil die nicht einmal diese kleine Unannehmlichkeit haben. Ja, selbst das. Ja. Und bei Twitch kannst du es halt nicht, also bei Twitch kannst du es teilweise nicht ändern. Also wir haben die Werbung auch runtergeschraubt auf so gut wie es geht nicht. Ja, und dadurch, das wäre eine Einnahmequelle. Ich kann euch sagen, wie viel Ketzerkirche pro Monat durch Werbung verdient? 25 Euro. Und die können wir nicht ausschalten. Freunde? Es geht nicht. Ich muss gleich zur Arbeit. Ich muss mich gleich fertig machen. Ja. Also, wenn das so lange geht, ist das wirklich so der Fall. Ich glaube, aber das dachte ich schon vor 10 Minuten, das geht nicht mehr lange. Ich würde jetzt Folgendes versuchen. Wir halten jetzt einfach alle unsere Schnauze und ich gebe dem Idioten noch 2 Minuten. Okay. Und dann brechen wir die Kacke ab, Alter. Und notfalls machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich will es ganz gerne auf Band haben, damit es raus ist, damit jeder wirklich alles gehört hat, was der Mann zu sagen hat. Okay. Und dann machen wir die Superchats. Ich beißt euch meinetwegen auf den Pimmel. Hauptsache, wir halten jetzt da der große Ding. Au! Ich kann nicht mehr, Alter. Ich werde es versuchen. Ich auch. Ich sage nichts mehr. Viel Spaß. Also, das mit dem. Unbedingt monetarisiert werden will, der will das ja schon wieder machen, um Geld zu verdienen. Radio Deutschland 1 zum Beispiel ist nicht monetarisiert. Warum? Weil wir kein Geld verdienen wollen. So. Und die jetzt demonetarisiert sind, die können ja auch auf eine andere Plattform gehen, wo sie dann vielleicht mal selber was für die Server zahlen müssen, wo dann auch keine Monetarisierung drauf ist. Ich höre immer nur Monetarisierung, Geld, Spenden, tralala. Ja, es soll überall ständig Geld fließen. Das sind alles welche, die wollen euer Geld haben und damit sie sich ein schönes Leben davon machen können. Also ich soll jetzt noch Geld bezahlen dafür, dass ich den Leuten irgendwie mal erkläre, wie die Welt funktioniert. Oder wie ich weiß nicht genau, wie viele Sendungen die Honigwabe macht, aber ich glaube, es sind eine ganze Reihe im Monat. Wenn dabei jeder $1,200 reinkommen, das ist eine ganz schöne Menge Geld. Ja, und es ist Geld, was armen Leuten abgenommen werden, die denken, sie tun damit irgendwas bewegen. Dabei tun sie nur andere Leute reich machen. Da kommt keiner dazu. Das ist Quatsch. Also ja, aber das Argument höre ich ja immer wieder. Das höre ich ja immer wieder, dieses Argument, es zwingt keiner dazu. Es zwingt dir aber auch nicht, Jens, es zwingt dir aber auch keiner dazu, die Leute auszunehmen. Es wird kein YouTuber gezwungen, Geld und Spenden anzunehmen oder irgendwelche Superchats anzubieten. Dazu werden die auch nicht gezwungen. Ne? Das stimmt. Das ist also dieses Zwangsargument ist totaler Blödsinn. Sondern die machen es, weil sie geldgeil sind. Aber doch diese Monetarisierung bedeutet ja, dass Werbung geschaltet wird. Und das Leute, ich weiß, dass euch das viel abverlangt. Mir ebenfalls. Ja, wir ziehen es einfach durch, okay? Wir schaffen das. Auch eine Steuerung, indem ich diese Leute einfach von YouTube, weißt schon, mit einer Sperre halt. Dann sollen sie weggehen aus YouTube einfach. Problem. Denk doch mal an diesen Hans-Joachim Müller, Patriot, und dann war es halt irgendwann weg. Ja, das war doch kein Patriot, das war ein Reichsbürger, das ist was anderes. Ja, das ist ein Reichsbürger, Idiot. Aber es war ja auch nie monetarisiert, ja, aber trotzdem war es halt weg. Ja. Oder ich meine, ich kenne jetzt da nur den Tim Kellner, ich meine, ich finde es amüsant, aber ich kann mir das auch nicht dauernd anschauen, weil alles lächerlich machen, das ist auch irgendwie nicht die Tiefe. Ne? Doch, ist auch lustig. Ja, eben, der ist ja auch ein witziger Typ, und da schaue ich auch die Werbung, klicke ich halt dann weg, und dann schaue ich es auch mal, aber... So, ja, gut, ja, also, aber der ruft,
Der ruft zum Beispiel nicht zu Spenden auf. Nee, nie, habe ich noch nie. Der verkauft halt seine T-Shirts und seine Schwitzbrause und sein Lachbräu und keine Ahnung. Ja, aber der verkauft auch dir nicht eine Frage für 20 oder 50 Dollar. Ja. Ja, das ist der stimmt, Unterschied. Der liest sie aber nicht vor. Also für mich ist die Honigwabe momentan, das wird das krasseste an Abzocke, was es bisher gibt. Ich glaube nur noch der Felgen-Olli macht das auch mit den Superchats noch auf YouTube. Olli, Das ist der Kanal Olli redet. Der liest, glaube ich, auch nur Superchat-Nachrichten vor noch. Aber da, der kriegt nicht so viel rein. Aber wie gesagt, das ist für mich einfach Finger weg. Kein Geld, behaltet euer Geld. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Felgen-Olli, der interessiert mich gar nicht. Weil ist ja jetzt auch egal, es war jetzt nur ein Beispiel. Ich will ja jetzt auch das Thema mal beenden. Ich will mal auf ein vernünftiges Thema kommen, aber nochmal abschließend eins. Man muss nicht Geld geben für die Patrioten, es ist nicht notwendig, denn das Geld wird nicht verwendet für irgendeine politische Veränderung. Es ist einfach verlorenes Geld. Naja. So, und wollen wir jetzt noch ein anderes Thema ansprechen? Ansonsten würde ich vielleicht sagen, machen wir Schluss. Also ich wollte sagen, weil wir wollten ja eigentlich noch eine politische Runde starten und jetzt hier nicht eine Dauerwerbesendung machen. Ich will jetzt einfach hier keine Dauerwerbesendung für Spendenbetrüger machen. Ja? Also möchte jemand ein Thema, vielleicht vorschlagen? Was sagst du? Das war safe Verleumdung. Also Spendenbetrüger ist sogar eine sehr spezifische Anschuldigung. Ja. Wie gesagt, ich verklage den nicht für die Scheiße. Aber ich finde es lustig, dass er da so komfortabel mit ist. Also ich würde halt etwas aufpassen bei anderen Leuten, die da etwas weniger offengeistig sind, könnte das schnell mal ekelhaft werden. Ja, es gibt Leute, die würden sich das wahrscheinlich mehr zum Herzen nehmen und zum Anwalt gehen, ja. Also ins eigene Lager reinklagen, das will hier keiner machen. Er bietet ja auch seinen Beitrag, aber das ist wirklich höchst unseriös. Mein Herz erobert der, glaube ich, gerade zurück, weil er das Thema endlich beendet. Ich bin gespannt. Ja, Krieg. Putin, Ukraine. Energiepreise. Ja. Energiepreise. Ja. Auf. So, ne? Alles klar. Ja, Mike, durch. Willst du gleich was dazu sagen? Auch wenn es ein bisschen rotes so, Tuch ist, so. Ich habe kürzlich gesehen den Dr. Bench. Ja, alles beim klar. Ich nehme an, oh Gott, wir sind damit durch. Das ist immer mit euch beiden, ne? Ich habe halt immer schon, warte mal ganz kurz. Ich habe halt immer schon, also das ist so ein bisschen, ist das Stress für mich? Wenn ich an einem Donnerstag aufwache und ich weiß, dass ihr beide zu Gast sein werdet. Bei Radio Deutschland 1 sprechen wir Klartext. Jeden Freitag ab 21 Uhr senden wir live und laden dich ein, dabei zu sein. Besuche unsere Internetseite www.radiodeutschland1.com. Dort kannst du unsere Sendungen live oder als Aufzeichnung hören. Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland.